zu unserem Fachkongress Einzelhandel 4.0 ganz herzlich begrüßen. Ich darf mich zunächst bei Ihnen dafür entschuldigen, dass wir das heute so vorweihnachtlich machen und Sie damit alle von den Weihnachtseinkäufen abhalten und damit dem Handel Schaden zufügen. Zumindest pekuniär wahrscheinlich heute Nachmittag. Wir hoffen aber, mit unserem Kongress einen Beitrag zu leisten, dass der Handel insgesamt weiterhin erfolgreich ist und gestärkt wird. Der Handel ist ja eine der zentralen Säulen unserer Volkswirtschaft. Über 15% des Sozialproduktes werden im Handel erwirtschaftet. Knapp 500 Milliarden Euro sind die Umsätze des Einzelhandels oder die Wertschöpfung des Einzelhandels im Jahre 2015 gewesen. Der Handel ist auch einem tiefgreifenden Strukturwandel unterzogen. Wichtige Faktoren sind die demografische Entwicklung, das sich ständig ändernde Kaufverhalten. Das ist für diejenigen von Ihnen, und das sind ja sehr viele, die sich mit dem Thema nicht nur politisch, sondern auch tagtäglich ja wirtschaftlich, unternehmerisch befassen, bekannt, einem Herausforderung, der sie sich ständig auch in der Vergangenheit bereits gestellt haben. Und jetzt kommt eben eine weitere Herausforderung hinzu, nämlich die Digitalisierung. Wir haben uns als Fraktion, als Arbeitsgruppe Wirtschaft und Energie in den letzten 2,5 Jahren intensiv mit dem Thema beschäftigt und haben in 5 internen Fachdebatten die verschiedenen Themen, die wir auch heute adressieren wollen, besprochen. Wir haben 9 Handlungsfelder, die Sie auch in unserem Papier, was ja in Ihren Unterlagen beigefügt ist, identifiziert. Und die wollen wir heute hier mit diesem Fachkongress dann auch näher beleuchten. Ich freue mich, dass wir auch heute eine ganze Reihe von Experten und Rednern gewinnen konnten. Als Fraktion darf natürlich unseren Fraktionsvorsitzenden, der ja auch einladender ist, heute hier ganz herzlich begrüßen, der auch gleich das Wort nehmen wird. Ich freue mich, dass der EU-Kommissar, das wird er ja auch bleiben, aber noch zuständig für Digitales, Günter Oettinger, heute bei uns ist und aus berufener Munde dazu Stellung nehmen wird. Ich freue mich über eine ganze Reihe von weiteren Referenten, die heute bei uns sind. Den Präsidenten des Handelsverbandes Deutschland, Herr St. Johanser, herzlich willkommen. Herrn Althaus, Herrn Mund vom Kartellamt, Herrn Professor Funder, den ich besonders an dieser Stelle auch noch mal erwähnen und begrüßen will, weil er hat uns und wird uns auch heute hier wissenschaftlich begleiten. Er hat die ganzen Fachgespräche auch entsprechend uns zur Seite gestanden. Ich darf Herrn Happel begrüßen vom Deutschen Städte- und Gemeindebund, Herrn Brockmann von Esprit Retail, der auch schon mit dabei war, Herrn Groß-Albenhausen und dann auch Frau Hager. Last but not least möchte ich mich aber auch insbesondere beim Kollegen Jan Metzler bedanken, der mit großem Einsatz und Engagement und Leidenschaft hier sich dem Thema in unserer Arbeitsgruppe und in der Fraktion gewidmet hat und der maßgeblich die ganzen Veranstaltungen mit organisiert, vorgedacht und dann auch durchgeführt hat und auch am Papier die wesentlichen Stellschrauben dargestellt hat. Ebenso alle Mitarbeiter, die da befasst waren seitens der Fraktion, gilt da mein Dank und auch den anderen Kolleginnen und Kollegen. Ja, jetzt denke ich auch, steigen wir gleich ein. Wir haben eine kleine Abänderung des Programms. Der Kommissar Oettinger muss kurz nach 2 weg in den Europaausschuss, wo er Bericht erstatten muss, und die Bundeskanzlerin kommt dort auch, und deshalb ist da ein sehr enger Zeitplan. Deshalb ist nicht anders möglich. Er wird aber seine Keynote entsprechend halten und steht dann auch für Fragen zur Verfügung, sodass wir das einfach die Fragen an ihn und die Diskussion mit ihm vorziehen, gleich im Anschluss an seine Keynote und dann im Anschluss
daran das Panel starten und soweit da die Zeit noch reicht oder wir in der Zeit sind, wird er dann da auch noch mit dabei sein, bis er dann eben in den Europaausschuss muss. Soweit auch einige organisatorische Bemerkungen von meiner Seite. Ich freue mich auf eine gute, intensive Diskussion, auch mit Ihnen. Deshalb sind Sie ja gekommen, um nicht nur zu hören, sondern auch mitzureden. Und dazu lade ich Sie herzlich ein und darf jetzt unseren Fraktionsvorsitzenden, wie angekündigt, um seine Worte bitten. Bitte. Lieber Achim Pfeiffer, meine sehr verehrten Damen und Herren, in Anbetracht dessen, dass Günther Oettinger einen so engen Zeitplan hat, will ich es ganz kurz machen. Mit mir können Sie noch häufiger reden als mit Günther Oettinger, der aber auch häufig bei uns ist. Dafür einen herzlichen Dank. Das Thema hat die Fraktion richtig umgetrieben, als wir diesen Kongress vorbereitet haben. Und ich bin Achim Pfeiffer dankbar dafür, dass er dieses Thema auf die Tagesordnung gesetzt hat und dass wir jetzt darüber reden. Wir haben gestern in der Fraktion dieses Diskussionspapier verabschiedet, aber ich sage Ihnen, wir sind da noch lange nicht am Ende. Es wurde auch der ein oder andere Kompromiss gemacht und trotzdem hat man gemerkt, dass die Fragen noch enorm sind. Da sind wir als Vertreter aus dem ländlichen Raum, die sagen, wir brauchen Präsenz, nach wie vor. Und deswegen sehen wir den Internethandel kritisch. Dann sagen andere, ja gerade ihr im ländlichen Raum, wo die alten Leute leben, die sich nicht mehr so richtig bewegen können, müsst doch froh sein, dass der Internethandel kommt. Lernen wir also die Oma, dass sie mit dem Ding umgeht, dann ist sie viel besser dran, als wenn da nur eine kleine Auswahl besteht. Im Augenblick führen wir gerade eine Diskussion, die wieder Rettung der Präsenz in ländlichen Räumen und Marktwirtschaft intensiv uns beschäftigt, die Frage nach der Apotheke. Und auch da prallen bei uns in der Fraktion wieder diejenigen zusammen, die sagen, wir müssen den Internethandel in der Apotheke, was verschreibungspflichtige Medikamente anlangt, untersagen, weil die Rabatte geben, die die Präsenzapotheke nicht kann. Und die anderen, die sagen, ihr seid ja verrückt, denn in vielen Regionen gibt es gar keine Präsenzapotheke mehr und da muss dann doch die Medikamente noch zur Verfügung gestellt werden können. Also an diesem Beispiel sieht man, dass wir eine Diskussion führen, die noch nicht beendet ist. Und eins geht natürlich auf gar keinen Fall, dass wir die Entwicklungen in den ländlichen Räumen uns anschauen und dann feststellen, es gibt keine Post mehr, keine Schule mehr, kein Internet, kein Laden mehr, nichts mehr. Und dann fangen wir an, wie es jetzt in einigen Dörfern auf der Schwäbischen Alb passiert, mit öffentlichen Mitteln wieder einen Laden aufzubauen. Und das sind natürlich Entwicklungen, die uns auch Sorgen machen, die Entwicklung einfach stoppen zu wollen, wird nicht funktionieren. Und deswegen muss man schauen, wie kommen wir mit dem Thema gut zurecht. Die Ärzte sagen schon, wenn wir die Telemedizin haben, brauchen wir auch nicht mehr in jedem Dorf einen Arzt. Die Menschen sind irritiert über die ganzen Entwicklungen. Und wenn ich so meine Einzelhändler höre, Herr St. Johanser, die sagen, das Weihnachtsgeschäft ist für uns das zentrale Thema. Und sie werden einen Wachstum, rechnen sie mit etwas über 1%, aber im Internethandel mit wesentlich mehr. Und jetzt kommt die Frage, wer stellt die Präsenz im Handel noch her und wer hat den Mut zu sagen, ich setze ausschließlich auf online? Was bedeutet es für unsere Städte? Ich kann ein Beispiel sagen und dann will ich schließen. Ich wollte ein Produkt in einem der größten und teuersten Kaufhäuser Deutschlands hier in Berlin erstehen. Sag mal nicht welches. Dann haben die mir gesagt, wir haben von der Sorte, es ging um ein Hemd. Und dann haben die gesagt, wir haben von der Sorte, haben wir zwei da, die können wir Ihnen von der Qualität her zeigen.
Slim und Super Slim. Und den Rest müssen Sie über online bestellen. Das können wir gleich machen. Also gleich in dem Geschäft, gleich können wir das gleich über online bestellen. Da muss ich sagen, da habe ich gesagt, nee, das brauchen wir nicht, das kann ich selber daheim auch. Und in Zukunft komme ich auch gar nicht mehr, das ist ja auch klar. Aber den Weg kann ich mir dann sparen, wenn ich nur zwei Sachen angucken kann, der Rest kann ich bestellen. Und so sind die Entwicklungen, und da kann ich nur sagen, müssen wir schwer aufpassen, dass wir nicht in eine Situation hineinkommen, dass alles nur virtuell stattfindet und wir enorme Schwierigkeiten haben in der Entwicklung unserer ländlichen Regionen und was Dienstleistungen anlangt beispielsweise. Das macht uns schon ein wenig Sorge. Hier einen guten Ausgleich zu finden, das war das Bemühen von Achim Pfeiffer und seiner Gruppe, und dafür sage ich einen herzlichen Dank. Wir erhoffen uns hier doch einige Anregungen, aber ich sage Achim Pfeiffer und allen anderen, das Thema wird uns im nächsten Jahr, wenn es darum geht, Aussagen im Wahlkampf zu machen zu diesen Themen, noch einmal einholen. Herzlichen Dank. Und jetzt Günter Oettinger. Lieber Volker Kauder, lieber Joachim Pfeiffer, Herren Präsidenten, verehrte Abgeordnete, lieber Herr Dorz, meine sehr verehrten Damen und Herren, besten Dank für die Einladung und Ihnen, den Händlerinnen und Händlern, gute Weihnachtsgeschäfte, und gerne gehe ich auf die Frage ein, was denn die digitale Revolution für Ihren Sektor bedeuten kann. Wir haben in Europa einen funktionierenden Binnenmarkt. Europa, die Friedensunion, die Wertegemeinschaft, die Währungsunion, der Ort der Freizügigkeit für Menschen, Waren, Güter, Dienstleistungen, Geld und der Binnenmarkt. Binnenmarkt heißt keine Zölle, keine Protektion, die gleichen Standards, Lebensmittelvorschriften, Kennzeichnungspflichten, Hygienevorschriften, Sicherheitsvorschriften für Autos. Ein großer Vorteil für die deutsche exportgeprägte Wirtschaft, weil die Skaleneffekte eines Marktes von 500 Millionen Menschen, Norwegen, Schweiz, Westbalkan, Island, Liechtenstein, Ukraine assoziiert, sind für den, der produziert, der transportiert, der Service leistet, von großem Gewicht. Das gilt für den Handel zunehmend auch. Carrefour jenseits von Frankreich. Deutsche große Unternehmen jenseits von Deutschland. Warenproduktion in ganz Europa und darüber hinaus. Verkauf hier. Wir arbeiten an einem digitalen Binnenmarkt. Den haben wir noch nicht. Noch immer haben wir 28 fragmentierte Silos. Und im digitalen Zeitalter ist ein einheitlicher gemeinsamer Markt mit gemeinsamen Regeln und Standards von großem Vorteil. Siehe USA. Siehe China. Siehe andere. Wir reden von Industrie 4.0. Und vielleicht wird dieser Begriff ein weltweit akzeptierter Begriff, gar ein Standard wie Kindergarten, Energiewende, German Angst. Vielleicht. Aber er greift zu kurz. Es geht nicht nur um Industrie. Es geht um Handwerk 4.0. Es geht um Handel 4.0. Es geht um Bankenwesen, um Versicherungswesen 4.0. Es geht um Arbeitswelt 4.0. Weswegen ich den deutschen Handel ausdrücklich aufrufen will, machen Sie in der deutschen Plattform Industrie 4.0 mit. Es geht auch um Sie. Es geht um Bitkom, ZVEI, VDMA, aber es geht um jeden Sektor und jeden Verband der deutschen Wirtschaft. Und wir bauen derzeit die Plattform der Plattformen auf, um mit bald möglichst 28 nationalen Plattformen, die deutsche ist mit Sicherheit die am weitesten entwickelte, über Themen zu reden, die einen europäischen Mehrwert ergeben. Drei spreche ich an. Erstens Cyber Security. Die Sicherheit von Daten kann man nicht national organisieren. Industriespionage, Hacking, Cyber Terror, Cyber Crime, da hilft nur ein europäischer Standard. Zweitens grenzüberschreitende Konnektivität. Eine digitale Infrastruktur, die nationale Gebietsgrenzen, sprich auch Funklöcher, an der Grenze nicht mehr kennt.
Und drittens die Maschinensprache, die Standards also. Zweitens, wir haben die Datenschutzgrundverordnung verabschiedet. Wenn man glauben mag, dass Daten der Rohstoff von morgen sind und Kundendaten für den Händler von besonderem Gewicht sind, dann ist die Frage, wie werden die Daten genutzt und wo werden sie geschützt? Nämlich, wenn es persönliche, also kundenbezogene Daten sind. Durch kluge Mitwirkung von Herrn de Maizière, dem Deutschminister, haben wir jetzt eine europäische Datenschutzgrundverordnung. Die tritt im Frühjahr 2018 in Kraft. Die Zeit braucht die Industrie, die brauchen Sie, nutzen Sie sie, um sich darauf vorzubereiten, damit Sie sachkundig sind, wie man mit Kundendaten, mit persönlichen Daten umgehen kann, sie nutzen kann und wo die Grenzen dessen sind. Denn Ihr Kunde gibt Ihnen seine Daten über konsumtives Verhalten, aber auch das Thema Größe eines Hemdes, dann, wenn er Ihnen vertrauen kann. Wenn die Daten bei Ihnen geschützt sind, von Ihnen genutzt werden, aber nicht an Dritte verkauft werden. Aber auch der Diebstahl oder die Störung, Zerstörung von Daten nach Möglichkeit verhindert werden kann. Die digitale Revolution ist nicht aufhaltbar. Gestaltbar ist sie, aufhaltbar nicht. Sie wird getrieben von der Technik, von Hardware und Software, von Applikationen, von Diensten und sie wird getrieben vom demografischen Wandel, weil mit jedem Jahr die Zahl derer, die für Umsätze in ihren Geschäften oder online gut sind, Digital Natives sind. Und weil zunehmend die Enkel die Großeltern beraten, auf dem Weg in die digitale Zukunft, auf dem Weg E-Commerce und online B2C. Ein entscheidender Punkt ist die Frage des fairen Wettbewerbs. Denn fairer Wettbewerb ist die Grundlage für jeden Wettbewerb in einer funktionierenden Marktwirtschaft. Hier stellen sich Fragen im digitalen Zeitalter völlig neu, weil es neue Wettbewerber gibt. Online-Plattformen als Beispiel. Oftmals aus Start-ups hervorgegangen und heute globale Player, oftmals in monopolähnlicher Funktion. Google, Facebook, Amazon, Alibaba, Zalando im kleineren. Und die Frage ist, erfüllen Sie die gleichen Steuerpflichten? Gelingt die Zerlegung von Erlösen und Gewinnen am Ort der Wertschöpfung? Bezahlen Sie dort Ertragssteuer? Sind Verlagerung von Roherträgen in Niedrigsteuerländer innerhalb Europas, Luxemburg, Irland, außerhalb Europas möglich? Wie erreichen wir es, der Wettbewerb zum Thema Einkommenbesteuerung beim Personenunternehmen oder Körperschaftsbesteuerung beim gesellschaftsrechtlichen Unternehmen gewahrt bleibt? Dem dienen auch steuerrechtliche Verfahren der Kommission gegen Unternehmen im Nahrungsmittelsektor, gegen Unternehmen im Hardware-Sektor, Apple, auf europäischer Ebene, um zu erreichen, dass es ein Level Playing Field im Steuerrecht gibt. Im Arbeitsrecht der gleiche Fall, Stichwort Mindestlohn am Ort der Wertschöpfung. Es geht um vielfältige Pflichten, die für Sie bestehen, für den Einzelhandel bestehen und die man auch allen anderen neuen Wettbewerbern zumuten darf, zuordnen muss und kontrollieren muss. Es geht um die Frage, ob es im B2B-Sektor fair zugeht. Amazon hat eine unglaubliche Marktmacht. Respekt. Amazon ist ein toller Dienst. Hermes, Post, DHL sind kleinere Wettbewerber dabei. Wenn aber Amazon so mächtig ist, wird der Einzelhändler im Grunde genommen in Verträge hineingebracht, die er unterschreibt. Aber gestalten, ändern kann er sie nicht. Vogel friss oder stirb. Er übernimmt sie, er unterschreibt und er ist außen vor. Deswegen haben wir eine umfassende Konsultation zum Thema Regulierungsbedarf für Online-Plattformen vorgenommen und gehen jetzt Case by Case im audiovisuellen Sektor, Werbegrenzen, Qualitätssicherung, im Bereich Telekom-Dienste und Datenschutz, WhatsApp gleich Vodafone, Fragezeichen, im Bereich Copyright, Urheberrechtsschutz im digitalen Zeitalter vor. Und wir laden Sie ausdrücklich ein, mit uns weiter die Frage zu beraten, ob im B2B-Sektor Handlungsbedarf besteht,
Ich glaube, ja. Ich habe eine Fülle von kritischen Beiträgen bekommen, von kleinen, mittelständischen Unternehmen, die sagen, wir haben in Wahrheit keine Verhandlungsmacht. Wir sind im Grunde genommen eingepresst. Und wenn dem so ist, wenn dann hinzukommt, dass oftmals die große Plattform die Daten nutzt, mittelfristig Produkte selbst herstellt oder als eigene Produkte herstellen lässt und damit den eigentlichen Produzenten konkurriert oder verdrängt oder aber den Einzelhändler übergeht und direkt liefert, besteht die Gefahr, dass die Online-Plattform ihre Dominanz nicht nur nutzt, sondern letztendlich auch zur Marktverdrängung in Richtung Produktion, in Richtung Endkunde, in der Kundenschnittstelle massiv einsetzt. Und klar ist, die Größe macht's. So sehr die Fachberatung im Einzelhandel auf der Marktstraße in der kleinen Gemeinde ein Wert an sich Lebensqualität ist und Vertrauen ausstrahlt, die Größe macht's. Der E-Commerce-Online-Umsatz in den USA liegt bei 500 Milliarden Dollar. Er liegt in China bei 550 Milliarden Dollar. Er liegt in der gesamten EU bei 400 Milliarden Euro, in Deutschland bei nur 44 Milliarden Euro. Allein dies legt nahe, dass man einen europäischen digitalen Binnenmarkt realisiert, damit die Skaleneffekte auch in Europa wirksam sind, wenn es ihnen gelingt, in entsprechende Verbünde zu gehen. Ich rede nicht von Konzernen, von Verbünden spreche ich. Einkaufsgenossenschaften, längst bekannt, früher die Interfunk. Oder Genossenschaften, wenn es um den Markenauftritt geht. Rewe, Herr Johansson war dort tätig. Oder Edeka, Entschuldigung, die Konkurrenz, die ja St. Johansson nicht so gerne hört, spreche ich an. Aber klar ist, nicht jeder wird Edeka oder Rewe sein. Das heißt aber, sie müssen sich verbinden im Genossenschaftsrecht, in anderen Rechtskonfigurationen und sie müssen eine Datenstrategie entwickeln. Wer die Daten hat, hat die Macht. Da reichen wenige Kundendaten, wenn jemand zweimal im Jahr Sportschuhe in ihrem Sportgeschäft kauft, nicht aus. Es geht um Millionen von Kundendaten. Es geht um Daten unseres konsumtiven Verhaltens, weil dann steuerungsgenau Werbung möglich wird. Sag einen Vergleich. Wenn Sie eine Briefkastensendung, also irgendeine Postwurfsendung oder einen Prospekt in den Briefkasten werfen, haben Sie mindestens 90% Streuverlust. Eine Anzeige in der Tageszeitung mindestens 60% Streuverlust. Aber wenn Sie ein Smartphone nutzen, die Algorithmen dahinter, die die Kanzlerin zu Recht bei den Medientagen in München als ein Problem angesprochen hat, treffen Sie sehr zielgenau mit Ihrem konsumtiven Verhalten. Wenn also Joachim Pfeiffer von Dezember bis März täglich das Wetter von Palma de Mallorca googelt, bekommt er nie ein Angebot auf sein Display für einen Carving-Ski. Oder wenn Herr St. Johanser wöchentlich eine Kiste Bordeaux online in Bordeaux bestellen würde, nie ein Angebot für einen Remsteller Trollinger. Man kennt ihn, er ist gescannt, die Werbung ist zielsicher und treffgenau. Das können große Player, Online-Plattformen, viel eher nämlich Daten sammeln als der kleine Mittelstand. Es geht nur im Verbund. Der Verbund ist gleichwertig zum großen Konzern. Und am besten übrigens Verbünde grenzüberschreitend. In Deutschland gegründet, Österreich, Italien einbezogen, offen für alle europäischen Länder, damit man die vollen Skaleneffekte des europäischen Binnenmarktes entsprechend nutzen kann. Wir haben zwei Richtlinienvorschläge gemacht, um das Verbraucherrecht Europas zu harmonisieren, um das Kaufvertragsrecht entsprechend zu harmonisieren. Nur dann wird es grenzüberschreitend funktionieren. Unser Vorschlag zur Geoblocking liegt vor, denn wenn Sie derzeit von Berlin ein Weingut in Bordeaux angehen und eine Kiste Bordeaux bestellen werden, werden Sie umgelenkt zum Hansekontor nach Hamburg oder Bremen. Wenn Sie nach Bordeaux fahren, dürfen Sie eine Kiste kaufen. Binnenmarkt. Online ist der Binnenmarkt noch nicht realisiert. So arbeiten wir an vielen Bausteinen zum Abbau von nationalen Grenzen, zum Aufbau eines Binnenmarktes, zur Ermöglichung von Skaleneffekten
die in Europa noch immer dem größten und attraktivsten Markt mit 500 und mehr Millionen Menschen möglich wird. Connectivity, die digitale Infrastruktur. Der Wert einer Immobilie, auch einer Metzgerei, auch einer Bäckerei, auch eines Kaufgeschäftes, wird in den nächsten Jahren nicht nur von der Frage Marktplatz 1a, nicht nur von der Nähe zur Autobahn, nicht nur von dem Blick auf den Bodensee geprägt sein, sondern von der Frage online oder offline, schnell oder langsam. Wenn der Metzgermeister, der auch Catering macht, nicht in Sekundenschnelle Angebot, Annahme, Ergänzungslieferung, Preis austauschen kann, wenn der im Hochschwarzwald zwar gute Wurst und guten Schinken hat, aber eben offline im Funkloch ist, geht das Ganze schief. Und ich sage Ihnen ergänzend, das große Kaufhaus, in dem ich gerne bin, weil ich mich informieren will. Mein Sohn geht gerne mit, wenn er zeitgleich seine Facebook-Freunde über seine Ideen informieren kann. Wenn der aber irgendwo in irgendeinem Stockwerk im Funkloch ist, weigert er sich mitzugehen. Die schnelle Internetverbindung wird für immer mehr potenzielle Käufer, Besucher für das Kauferlebnis in der Innenstadt entscheidend sein. Weswegen der Ausbau gerade im ländlichen Raum der digitalen Infrastruktur mit Glasfaser und 5G die entsprechende Grundlage für den Erhalt von Kauf- und Verkaufsstandorten und die Attraktivität von Verkaufsfläche werden wird. Wir werden erleben, dass in Ihrer Partnerschaft der Logistiksektor sich völlig verändern wird. Zum einen vom Produzenten zum Großhandel, zum Einzelhandel. Vielleicht fällt eine Stufe völlig weg. Vielleicht ist der Großhandel in der Form nicht mehr zwingend mit einem Großhandelszentrum, einem Hochregallager chaotisch notwendig. Zum Zweiten, indem Onlinehandel viel mehr Verkehr in Wohngebieten auslöst. Die Drohnen werden kommen. Es wird möglich sein, dass man ganz neue Wege der Lagerung braucht. Denn die Nachbarin, die zu Hause ist, wird auf Dauer nicht bereit sein, wenn jemand laufend bestellt, entgegenzunehmen, etc. Ich kaufe einen Skianzug gerne im Geschäft. Mein Sohn, der hat sich locker 8 Stück in 2 Größen, in 4 Farben bestellt und schickt am nächsten Tag 8 Stück ohne Reue zurück, bestellt weitere 8 Stück, bis dann der 17. vielleicht ihm passt und er ihn durch den Papa bezahlen lässt. Das heißt aber, das Thema Logistik, Sie brauchen einen Logistikpartner, der gegenüber den ganz Großen gleich gut wirkt und der Sie im Grunde genommen in Lage ist, gleich schnell zu liefern. Denn Schnelligkeit macht es aus. Es geht um 48 Stunden, es geht um 24 Stunden oder gar um noch eine kürzere Zeit. Wir bereiten für Januar eine Data Economy Kommunikation vor. Worum geht es dabei? Es geht um die Frage, wem die Daten eigentlich gehören. Wenn Daten der Rohstoff von morgen sind, wem gehören sie? Kundendaten, Prozessdaten, Produktdaten. Sie müssen sich vorstellen, so wie Sie in Ihrer Ladenkasse Münzgeld brauchen, vom Cent bis zum 5-Euro-Stück. Wie Sie im Grunde genommen dafür als Dienstleister verantwortlich sind, werden Daten über Ihre Kunden, Ihre Produkte, der Rohstoff für kompetente Beratung und Dienstleistung von morgen sein. Vielleicht brauchen wir ein digitales BGB. In der Frage Dateneigentum, Datenzugriffsrecht, Free Flow of Data, Interoperabilität von Daten, Portabilität von Daten, Nutzung und Löschung von Daten. Ein digitales, vielleicht sogar europäisch digitales BGB. Wir gehen von einem Wachstum des Onlinehandels aus, der nicht linear verläuft, sondern der Jahr für Jahr sich beschleunigend nach oben geht. Zum einen, weil die Angebote verstärkt Hybrid von allen vorhanden sind. Zum zweiten, weil der Generationswechsel dies verstärkt. Und zum dritten, weil sich die Logistikbranche darauf längst eingestellt hat. Das heißt, nicht jährlich Verlagerung von 1-2% von
traditionellem Handel zu Onlinehandel, sondern es wird mal irgendwann ein Sprung von 5% in wenigen Jahren sein. Und deswegen kann ich Ihnen eigentlich als Verband, als Verbände und als Unternehmen nur raten, entwickeln Sie eine digitale Strategie. Spätestens 2020 werden E-Commerce und Onlinehandel die eigentlich prägenden Elemente für Ihre unternehmerische Zukunft, für die Umsätze von morgen, für die Erträge von morgen sein. Dabei wird es Gewinner und Verlierer geben. Und ich baue darauf, dass der deutsche und europäische Handel stark genug ist, um eher auf der Gewinner- und nicht auf der Verliererseite zu sein. Aber letzter Punkt, die großen Player sind außerhalb Europas. Wenn wir unsere digitale Souveränität behalten wollen, brauchen wir eine Antwort auf Amazon und Alibaba, eine Antwort auf Google und Facebook, denn deren Geschäftsideen sind dynamisch, sind kreativ und sind dominant. Besten Dank. Sehr geehrter Herr Kommissar Günther Oettinger, lieber Fraktionsvorsitzender Herr Kauder, sehr geehrte Präsidenten, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, nachdem wir jetzt bereits in den Eingangsreden eine große Zahl an Herausforderungen und Themen serviert bekommen haben, in sehr lebensnaher und praxisnaher Form auch, freue ich mich sehr, jetzt Sie einladen zu dürfen, teilzunehmen an einem Panel, an einer Podiumsdiskussion, die hochgradigst besetzt ist. Wir werden es so durchführen, dass zunächst die Teilnehmer kurze Eingangsstatements an Sie richten und wir im Anschluss Sie dann einladen, Ihre Fragen zu stellen, mitzudiskutieren und die Podiumsteilnehmer darauf dann ihre Antworten geben. Ich darf Ihnen eingangs die Teilnehmer ganz kurz vorstellen. Zu Herrn Günther Oettinger brauche ich nichts mehr sagen. Er ist allen sehr, sehr gut bekannt. Vielleicht nur noch die eine Anmerkung. Er hat eine Vielzahl an Themen im digitalen Bereich auf den Weg gebracht. Ich finde es schade, dass er das Ressort wechselt. Würde mich freuen, wenn er noch länger dabei bleiben würde. Ich glaube, der Termin steht auch noch nicht fest. Er wird aber noch in den nächsten Wochen einiges in diesem Bereich voranbringen. Ich darf ganz herzlich begrüßen Herrn Josef St. Johanser. Mit Josef St. Johanser begrüßen wir den Präsidenten des Handelsverbandes Deutschland. Er ist seit 2006 Mitinhaber und Unternehmer in der PETZ Rewe GmbH in Wissen. Der studierte Betriebswirt war nach dem Studium an der Universität Köln geschäftsführender Gesellschafter im elterlichen Lebensmittelhandel, bevor er ab 1986 diverse Führungspositionen in der Rewe Group innehatte. Bis zu seinem planmäßigen Ausscheiden war Herr St. Johanser von 2004 bis 2012 Vorstand der Rewe Group und ist seither als Unternehmer tätig. Seit 2009 ist er Präsident des Instituts für Handelsforschung an der Universität Köln und seit 2015 Vizepräsident der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, Herr St. Johanser. Ich darf ganz herzlich willkommen heißen zu meiner Rechten, Herrn Günther Althaus. Günther Althaus ist heute bei uns in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender der ANWR Group EG sowie als Präsident von ZGF, der Mittelstandsverbund. Er verfügt mittlerweile über 20 Jahre Erfahrung in Führungspositionen in Finanzdienstleistungs- und Beratungsunternehmen und ist neben seiner Tätigkeit als CEO der ANWR Group in zahlreichen Aufsichtsgremien im Handel und der Finanzdienstleistungsbranche aktiv. Und Herr Althaus war bereits in dem Prozess unserer Veranstaltungen mit eingebunden, hat dort bereits teilgenommen. Sehr schön, dass Sie hier bei uns sind, Herr Althaus. Herzlich willkommen. Und ganz auf der rechten Seite darf ich ganz herzlich begrüßen Herrn Andreas Mund, der Präsident des Bundeskartellamtes. Herr Mund hat Rechtswissenschaft in Bonn und Lausanne studiert und trat 1991 seinen Dienst im Bundesministerium für Wirtschaft an. Über den Umweg als Referent der FDP-Bundestagsfraktion verschlug es ihn im Jahr 2000 zum Bundeskartellamt, dessen Leiter der Grundsatzabteilung er 2005 wurde und der er seit 2009 als Präsident vorsteht. Herzlich willkommen, Herr Mund.
Nun darf ich Sie, Herr St. Johanser, bitten, einzuführen. Ja, vielen herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und Aufnahme hier in diesem Kreis, Herr Dr. Pfeiffer, Herr Kauder, Herr Wurz, dass wir diese, Herr Dorz, Entschuldigung, dass wir hier diese Gelegenheit haben. Und ich kann sagen, für den deutschen Handel gibt es keine bessere Gelegenheit als dieses Forum, ja, dass Sie sich dieses Themas annehmen und wir auch unseren Beitrag dazu leisten dürfen. Es liegt uns sehr am Herzen, dass all die Themen, die vorgetragen wurden, auch in politische Wahrnehmung, das ist überflüssig zu sagen, aber auch in politisches Handeln so umgesetzt wird, dass wir für unsere Branche die sehr viel genannten Chancen nutzen, aber auch die Gefahren dann aufzeigen. Die Geschwindigkeit ist aufgezeigt, die Entwicklung der Marktdurchdringung angesichts der technischen Möglichkeiten bis zum Mobile Commerce sind bahnbrechend. Und Herr Oettinger, Sie haben es eben schon gesagt, der Maßstab USA-China im Verhältnis zu Deutschland-Europa sagt aus, dass wir in unserer Erwartung digitale Verkaufsformen, Umsatz, dass wir da mindestens das noch erwarten dürfen, was heute schon da ist, allein aus dieser Verhältnismäßigkeit Marktgröße in USA und Marktgröße in Deutschland respektive Europas. Wir sind immer eine dynamische Branche gewesen, immer sehr hart am Wettbewerb. Wir bezeichnen uns auch gerne als die Puristen im Wettbewerb, weil sich bei uns das täglich abspielt und das wissen Sie alle, die Kundenwünsche, die Erwartungen, die sind da, nehmen ständig auch mehr Form an, je mehr Güter produziert werden und angeboten werden. Und ich denke, das Phänomen, dass immer wieder auch der Handel kritisch betrachtet wird, Herr Mundt, wir haben ja einschlägige Diskussionen permanent, auch durch Sektoruntersuchungen belegt, dass die Nachfragemacht des Handels immer wieder Störfaktoren darstellen in der Wertschöpfungskette, ob Landwirte, die ihre Milch nicht gut genug verkaufen können oder zu den von ihnen erwarteten Preisen oder überhaupt die ganze Güterwelt, ist mehr von Angebotsdruck geprägt, als das, wie es immer registriert wird. Der Handel ist Nadelöhr zum Kunden. Insoweit haben wir eher damit zu tun, dass wir in dieser Riesenfülle von Angebot durch die Industrie, gleich welcher Art, nicht immer alles umsetzen können, zumindest nicht im stationären Handel. Unser salopper Ausdruck heißt immer, wir haben keine Gummiregale und wenn die Industrie auf Teufel komm raus produziert, bekommen wir das nicht an den Kunden. Und das ändert sich natürlich enorm durch das Direktvermarkten der Industrie, sozusagen über ihre Kanäle, die alle E-Commerce digital gestützt sind, was dann zu einer absoluten Entbündelung der Handelsfunktionen führt. Das ist jetzt dieser eher akademische Begriff, der aber meint, dass eben die Funktionen Erzeugung, Produktion, Logistik, Dienstleistung und Verkauf an den Endkunden auseinanderfliegt oder so zerlegt ist, dass wir es mit anderen Formen zukünftig zu tun haben, noch mehr als das, wie wir es heute wahrnehmen. Wir haben dadurch die Grenzverschiebung, dass der Handel nicht nur verortet ist, sondern eben als Teil der globalen Handelswelt. Und ich denke, das muss ich in diesem Kanon, den Herr Oettinger eben aufgezeigt hat, nicht alles wiederholen. Wir hatten gerade das Vergnügen, dass Sie, Herr Oettinger, vor einer Woche in Brüssel gesprochen haben, ein ähnlicher Empfang auch vor Parlamentariern und Interessierten am Handel, am europäischen Handel, wo wir genau dieses Thema behandelt haben und immer mit dem gleichen Credo, dass wir Handel natürlich sagen, wir brauchen bei den entsprechend dynamischen Entwicklungen, die im ersten Reflex Bedrohung des stationären Handels sind, dringlichst eine gleiche Gesetzgebung, eine gleiche Rechtsdurchsetzung im europäischen Raum, damit wir gleiche Wettbewerbsbedingungen haben. Und das alles ist schon angeführt worden. Auch Herr Oettinger, Entschuldigung, auch Sie, Herr Oettinger, Herr Gauder, hat es gesagt, dass wir gerade auch in dieser Frage, wo werden entsprechende Beiträge über Steuern oder auch Beiträge, Abgaben in das Gemeinwohl gegeben, die Thematik wird genügend
Marktbeobachtung und Marktkontrolle gemacht, gerade bei den neu auftretenden Vertriebsformen. Das ist unser großes Thema im Handel, gerade weil der HDE ja alle Händler sozusagen repräsentiert. Und wir sind nicht die, das ist zwar eher ein Wort, was mir übel genommen wird, wenn ich sage, wir sind keine Schutzgemeinschaft des stationären Handels. Natürlich nicht. Das heißt, wir müssen uns öffnen all den neuen Formen, aber wir müssen andererseits, und ich denke, das ist sehr legitim, dass wir andererseits auch ein Schutzinteresse für diejenigen haben, die Handel aus langer Tradition oder eben im etablierten stationären Bereich betreiben. Siehe die hohen Investitionen in Märkte, in die Innenstadtstandorte, in Infrastruktur generell und auch eben die vielen Arbeitsplätze, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir mit über 3 Millionen im deutschen Handel vertreten, auch als Sozialpartner gegenüber Verdi. Und wenn wir dann sehen, dass sehr viele, die den Markteintritt treiben, die natürlich willkommen sind, dass die unter dem berühmten Radarschirm herfliegen und nicht all die Leistungen bringen, ob das Ausbildung ist oder eben auch Steuern. Und Sie haben es vielleicht verfolgt, aktuell wird das Thema groß behandelt, dass bei Amazon schon nachgefragt wird, ob diese Plattformen, dass die einzelnen Anbieter, die aus dem Nicht-EU-Bereich kommen, auch ihre Umsatzsteuern bezahlen oder Einfuhrumsatzsteuern oder Zölle. Und ein anderes großes Thema, was uns berührt, ist, und Herr Oettinger, auch das haben Sie sehr gut vorgetragen, ein bisschen als Wunschszenario, wenn mir dieser Einwand erlaubt ist, im europäischen Binnenmarkt gibt es eine Fülle von Sicherheitsvorschriften, Gesundheitsvorschriften, Hygienevorschriften, Kennzeichnungsvorschriften. Das ist eine Litanei, die von allen natürlich eingehalten werden soll. Frage, ist die Rechtsdurchsetzung da? Und da bezweifeln wir, dass gerade in dem großen digitalen Bereich, wir wissen es auch, dass diese Dinge immer mehr erodieren. Und insoweit ist unser Appell eben an die Politik, dass wir sagen, das bitte im Auge halten und dort einwirken, dass wir schnellstens all die Forderungen der digitalen Rechtssicherheit herstellen und auch Gerechtigkeit, weil wir sehr wohl wissen, dass viele Händler und das Abschmelzen der Märkte, der Läden ist nun Programm. Wir werden bis 2020 noch 50.000 Ladeneinheiten verlieren. Die Verödung der Innenstädte ist offensichtlich für jeden und daher ist das auch ein in sich zusammenhängendes Thema. Gleiche Wettbewerbsbedingungen und Marktbeobachtung bitte bei den Neuen mindestens so scharf wie bei den Alten. Und gut, das Klagelied der Kaufleute oder Händler, das will ich hier nicht sozusagen zum Standard machen, sowieso nicht, aber es ist schon die Last der Vorschriften, die unsere vielen Händler dann auch müde werden lässt oder aus dem Markt austreten lässt. Ein ganz großes Thema, denke ich, und Herr Althaus, Sie sind, Gott sei Dank, sage ich hier an meiner Seite, weil wir Gleiches vertreten, nicht zuletzt Verbundgruppe Rewe, Edeka, Interfunk, Intersport, Hagebau und alle die als Gruppen sich formiert haben, die können natürlich enorm viel besser leisten, dass Mittelstand, inhabergeführte Geschäfte eben nicht hinten runterfallen und die Konzentration auf große Einzelhandelseinheiten nicht noch mehr Platz greift. Ich denke, dass das Wichtigste habe ich im Telegrammstil gesagt. Ich glaube, ein Thema oder ein Stichwort kann ich noch nennen, weil ich das selbst vor einigen Wochen Stellung zugenommen habe oder die Überschrift gesetzt habe. Wir HDE, wir Händler fordern bis zu 10 Sonntagsöffnungsmöglichkeiten. Das ist natürlich dann direkt wieder so kolportiert worden, als wenn ich sozusagen gegen das Grundgesetz argumentiere oder gegen Bundesverfassungsgericht, bei weitem nicht. Mein Tenor ist nur der, und wir spüren das sehr stark von unseren Händlern, die sagen, Innenstadthändler wie auch die, die in kleinen Zentren sind, wir brauchen mindestens eine Gleichheit im Wettbewerb auch gegenüber
Niederlanden oder über die Landesgrenzen in Deutschland hinweg, dass wir ohne Anlassbezug diese 5 Stunden, nämlich es geht nur von 13 bis 18 Uhr, dass wir dann unsere Möglichkeiten nutzen, unsere Ladengeschäfte auch zu zeigen für diejenigen, die gerne kommen. Insoweit weiß ich natürlich einzuschätzen, dass das ein föderales Thema ist, aber wir meinen, wir müssen das Thema aufstoßen, um diesen Anachronismus einzubremsen und nicht immer nur eine Gegenwehr zu haben nach dem Motto, wenn auch nur eine Stunde Sonntagsöffnung stattfindet, dann geht keiner mehr in die Kirche oder die Mitarbeiter werden über die Sonntagsöffnung ausgebeutet. Weit gefehlt. In der Praxis gibt es keine Probleme für die Mitarbeiter zu kommen und auch diejenigen, die in die Kirche gehen wollen, die können das auch bis 13 Uhr und die beiden erzkatholischen Länder Italien und Polen haben ohnehin 365 Tage rund um die Uhr und der Verfall des Glaubens ist dort nicht größer als bei uns oder genauso gut. Schönen Dank. Ja, vielen Dank, Herr St. Johannse. Darf ich Herrn Althaus bitten? Ja, meine Damen und Herren, ich will es kurz machen, damit Sie auch zu Wort kommen. Zunächst muss ich mal Bezug nehmen. Ich habe heute Morgen auf dem Weg hierher noch mal kurz gelesen, die Auszüge zur Berichterstattung über die Digitalkonferenz von gestern, Deutschland, Frankreich, sehr prominent. Und es fällt immer wieder auf, dass in diesen Statements, die dort gegeben werden, damit kokettiert wird, auch von höherer Ebene, dass die Kinder eigentlich das Equipment viel besser nutzen können als die Erwachsenen. Ich weiß nicht, ob das hilfreich ist, um klarzumachen, was die digitale Entwicklung für uns, für unsere Unternehmen und vor allen Dingen, da möchte ich einen Schwerpunkt drauf legen, für die Unternehmer bedeutet. Denn das, was da vor uns liegt, ist in erster Linie Unternehmer- oder Geschäftsführeraufgabe. Bis das zum Mitarbeiter kommt, braucht es eine Weile, weil vorher steht eine Strategie, eine Unternehmensentwicklung und die kann nur von Unternehmern und nicht von IT-Leitern ausgelöst werden. Wenn dann davon gesprochen wird, dass wir uns mit einer digitalen Revolution beschäftigen müssen, sage ich, ja, das ist richtig, unterstütze ich zu 100%. Wir müssen aber gucken, wo wir herkommen und wo wir hinwollen. Das heißt, wir haben eine Strecke vor uns und die heißt Transformation. Weil das Risiko besteht im Moment darin, dass ein Hype entsteht, dass alles toll ist, was digital ist. Da sind aber eine ganze Reihe von Geschäftsmodellen dabei, die wirtschaftlich in 1000 Jahren nicht funktionieren werden. Und auf der anderen Seite haben wir funktionierende Geschäftsmodelle, die wir unter Umständen viel zu früh für tot erklären. Also dieser Prozess der Entwicklung bestehenden beispielsweise Handels hin in den neuen Handel, das sind ja nicht unbedingt unterschiedliche Spieler, sondern die gleichen, die sich weiterentwickeln. Diese Transformation muss unterstützt werden. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Da ich jemand bin, der sehr stark eben genau die, Herr Oettinger, da habe ich mich sehr über Ihr Statement gefreut, diese Gruppen vertritt, die eben mittelständischen Handel bündeln, um gemeinsam etwas zu erreichen, ist es mir besonders wichtig, auch der CDU-CSU-Fraktion, Herr Dr. Pfeiffer, nochmal zu sagen, ich kann Sie nur ermuntern, dass Sie eine eigene Agenda für das Thema kleinere und mittlere Unternehmen machen, weil die Grundvoraussetzungen für diese Transformation bei denen anders sind, als, wenn ich das mit Verlaub sagen darf, bei Carrefour, die grenzüberschreitend unterwegs sind, die ganz andere Möglichkeiten noch in der Entwicklung haben. Bitte denken Sie an die kleineren und mittleren Unternehmen, da sind andere Herausforderungen, die zu bewerkstelligen sind. Das fängt schon damit an, dass sie teilweise noch nicht mal die Daten zur Verfügung haben, um das sichtbar zu machen, was in ihrem Geschäft steht. Ja, da sagt jeder, das ist heute Standard, aber die Voraussetzungen dafür sind gar nicht da. Also bitte sehr weiter dran gehen. Wichtig wird auch sein, wie das Kartellrecht sich weiterentwickelt. Das muss ich jetzt natürlich auch sagen, weil Herr Mund zu meiner Rechten sitzt. Die Frage ist, was bestimmt nachher den Preis und was bestimmt marktbeherrschende Stellung? Was bestimmt marktbeherrschende Stellung? Ist das nur noch der Preis? Ich glaube es nicht. Im Moment ist es eben so gut erkennbar, dass über die Kaufentscheidung des Kunden im Onlinehandel eher das entscheidet, was in der Buybox steht, als was tatsächlich den Preis ausmacht. Und das, was in der Buybox steht, also da, wo Sie auf Kaufen drücken, das entscheidet ein Algorithmus, den der Anbieter festlegt. Wenn dieser Anbieter dann noch eine besonders große Plattform ist, die eigentlich den gesamten Handel abdeckt, ist klar, wie dort Markt gemacht wird oder Marktmacht entsteht. Das sind andere Instrumente, die dort zur Verschiebung und letztendlich auch zu einem neuen Regulierungsbedürfnis führen, als wir sie bisher hatten. Daten sind mit der wichtigste Teil bei der ganzen Entwicklung, aber Daten sind eben nicht nur Erkenntnisse über Kunden, sondern das, was jetzt schon mit Daten passiert ist, die Daten steuern die Frequenzen. Wenn wir uns also darüber Gedanken machen, kommen noch Kunden
in unsere Geschäfte, dann ist das nicht nur die Frage, ob wir dort schöne und aufmerksamkeitsstarke Geschäfte haben, ob wir dort vernünftige Parkplatzsituationen oder attraktive Innenstädte haben. Nein, es ist die Frage, ob wir in der Lage sind, den Kunden so anzusprechen, dass er in unsere Geschäfte kommt, und zwar individuell. Das können wir nur, wenn wir viel über ihn wissen. Und auch diese Struktur muss geschaffen werden. Die wird ja nicht gesetzlich bereitgestellt. Sie wird auch nicht durch irgendwelche großen Dienstleister uneigennützig bereitgestellt, sondern bisher gibt es diese Struktur nur in wenigen, ich nenne sie mal Monopolen, zu denen viele Kleine keinen Zugang haben. Schließlich sind wir bei der Regulatorik. Und da will ich ausdrücklich Herrn St. Johanser unterstützen, allerdings noch einen Schritt weitergehen, Herr St. Johanser. Sie wissen, dass dieses Thema Sonntagsöffnung auch für uns ein wichtiges Thema ist, auch bei unseren Organisationen ein wichtiges Thema ist. Ich halte es schlicht und einfach, auch wenn der Begriff juristisch nicht zulässig ist, für eine Wettbewerbsbeschränkung gegenüber dem stationären Handel, was dort im Moment passiert. Wenn Sie sehen, dass im Onlinehandel im Moment statistisch gesehen 40% der Transaktionen am Sonntag laufen, und man dem stationären Handel sagt, du darfst zu dem Zeitpunkt nicht verkaufen, ist das keine Wettbewerbsgleichheit. Und die muss. Und da hilft es auch nicht, darüber zu diskutieren, ob die Gewerkschaften das gut finden oder nicht gut finden, ob die Stadt Münster sich irgendwie entscheidet, sondern da geht es einfach darum, dass wir Waffengleichheit schaffen, damit der stationäre Handel überleben kann. Viele Themen, also keine einfache Materie, aber ich freue mich darauf, mit Ihnen darüber zu diskutieren. Vielen Dank, Herr Althaus. Herr Mund, bitte. Ja, sehr geehrte Herren Abgeordnete, erstmal vielen Dank für die Einladung, hier heute zu Ihnen zu sprechen. Als der Präsident einer Behörde, der diesen Transformationsprozess, und ich glaube auch, dass es ein Transformationsprozess ist, eigentlich von Anfang an begleitet hat. Wir als Amt, wir setzen uns ja mit vielen Branchen auseinander. Und die heutige Veranstaltung konnte sich nicht so ganz entscheiden, ist es eigentlich eine Evolution oder ist es eine Revolution? Aber wenn wir angucken, was sich da draußen in dieser Welt im Moment tut, und zwar in jeder Branche, und zwar auch in Branchen, von denen wir vielleicht gar nicht geglaubt hätten, dass sie von der Digitalisierung erfasst sind, dann komme ich eigentlich immer wieder zu dem Schluss, es ist keine Evolution, was wir hier erleben, es ist im Grunde eine Revolution, der wir nur als Sie als Politiker, wir als Behörde sehr schnell Leitplanken geben müssen, damit wir sie in die richtige Bahn lenken. Ich glaube, das ist der entscheidende Prozess. Wenn Sie den Einzelhandel angucken, da kann man hier ganz viel mit Zahlen hantieren. Mich beeindruckt ehrlich gesagt eine Entwicklung am allermeisten, und das ist die ganz große Plattform, die hier heute schon genannt worden ist. Ich nenne sie jetzt mal Amazon und spreche sie aus. Amazon ist 1995 gegründet worden und hat 1995 sein erstes Buch versandt. Das war das erste Produkt. Im Jahre 2015 hatte Amazon weltweit 306.000 Mitarbeiter und einen Umsatz von 107 Milliarden Dollar weltweit. Das ist eine Wachstumsstory, anhand eines einzigen Unternehmens verdeutlicht, die auch verdeutlicht, wie der Handel sich verändert und wie hier Disruption am Werke ist. Und wenn man so eine Disruption sieht und wenn man sieht, wie digital auf stationär trifft, dann ist es auch nicht verwunderlich, dass das passiert ist, was wir am Anfang sehr stark beobachtet haben, nämlich Abwehrreflexe. Das war für mich die erste Phase der Digitalisierung im Handel. Das waren Abwehrreflexe, die zum Inhalt hatten, Druck auszuüben, vor allen Dingen von Seiten der Hersteller, auch auf Händler. Drohungen mit Nachteilen, mit Nichtbelieferung, Drohungen mit Auslistung, alles Mögliche haben wir da gesehen, eine ganze Reihe von Verfahren geführt. Das war für mich so ein bisschen die erste Phase, eine Phase, in der wir übrigens auch ganz oft gesehen haben, dass Hersteller versucht haben, auf Händler einzuwirken, eben nicht digital zu vertreiben, und zwar überhaupt nicht digital zu vertreiben. Es war also eine relativ brachiale Phase aus meiner Sicht, die wir da gesehen haben. Oft auch im Einklang im Übrigen natürlich mit den Händlern, mit den tradierten Händlern, die ebenfalls nicht immer ganz großes Interesse an diesen neuen Entwicklungen gehabt haben. Das war eine Phase, in der wir sehr viele Verfahren geführt haben, in der wir sehr viele Beschwerden bekommen haben im Bundeskartellamt, nicht nur von Händlern, sondern natürlich auch von Verbrauchern. Verbraucher haben nämlich ihre eigene Agenda. Verbraucher wollen flexibel sein, wollen das Beste aus beiden Welten nutzen, aus Online, aus Offline.
Und das ist natürlich auch etwas, was den Handel mitunter für schwierige Situationen stellt. Offline beraten lassen, im stationären Handel und dann nach Hause gehen und preiswert online bestellen. Diese Trittbrettfahrerproblematik, die gibt es natürlich, die haben auch wir öfter beobachtet. Aus meiner Sicht sind wir heute in der zweiten Phase. Das ist so eine Art Koexistenz zwischen Herstellern und Handel. Es haben sich verschiedene Möglichkeiten hier herauskristallisiert, wie man mit dieser Digitalisierung, mit dieser Disruption im Zusammenleben zwischen Hersteller und Handel umgehen kann. Wir sehen zum einen eine vertikale Integration, mit anderen Worten, viele Hersteller treten heute selbst direkt an ihre Kunden heran, haben direkte Kundenbeziehungen, oft auch über die digitale Medien. Wir haben heute sehr viele selektive Vertriebssysteme, mit anderen Worten Vertriebssysteme, wo die Hersteller selber sich sehr genau ihre Händler aussuchen, mit wem sie Handel treiben wollen, eben um einem gewissen, einer Pflege des Markenimages besser Rechnung tragen zu können, möglicherweise auch gegen den Preisverfall. Und was wir auch sehen, mehr und mehr ist eine finanzielle Unterstützung von Herstellern gegenüber Händlern, wenn es zum stationären Handel kommt. Kartellrechtlich ist das aus unserer Sicht dann unproblematisch, wenn es nicht dazu kommt, dass hier durch den Hersteller gesteuert werden soll, welchen Vertriebskanal der Händler denn nun tatsächlich nutzen soll. Und auch auf Seiten der Händler hat man sich aus meiner Sicht angepasst. Der HDE selber in einer Reihe von Papieren spricht viel vom Hybridhändler, also von dem Händler, der beide Standbeine nutzt, sowohl stationär als auch online. Das setzt natürlich voraus, meine Damen und Herren, und das ist für mich ein ganz klares Mittelstandsthema, dass den Händlern, die in der Fußgängerzone sitzen, kann in Prüm in der Eifel sein, kann auch in Riesa sein, und die feststellen, dass ihr Geschäft nicht so gut geht und die Onlinehandel machen wollen, dass denen auch die Möglichkeit eröffnet wird, das zu tun. Das heißt, es muss ihnen die Möglichkeit eröffnet werden, ihren Handel auch über die großen Plattformen wie Amazon, wie eBay, andere zu tätigen und sich hier auch als stationäre Händler ein zweites Standbein zu verschaffen. Wir hatten viele Beschwerden, gerade von dieser Art von Händlern, weil ihnen in dem Moment, wo sie erfolgreich einen Online-Shop aufsetzen über Amazon oder andere Plattformen, dass ihnen in dem Moment vom Hersteller mitgeteilt wird, leider könne er nicht mehr beliefert werden, leider nicht mehr mit den besten Produkten beliefert werden, leider nur verspätet beliefert werden. Das waren Verfahren, die wir geführt haben. Und ich glaube, wir tun hier echt was auch für den mittelständischen und den kleinen Händler, indem wir ihm diese Möglichkeit des Onlinehandels eröffnen. Sonst gehen wir in eine Zukunft, wo sie am Ende nur noch die ganz großen Plattformen haben oder die ganz großen Händler, die sie auch ohne Plattform im Internet finden. Aber wenn Sie Auffindbarkeit für kleine Händler herstellen wollen, dann müssen Sie die Möglichkeit eröffnen, über diese Plattform letzten Endes zu gehen. Vielleicht ganz zum Schluss noch eine persönliche Bemerkung. Ich glaube auch, oder ich formuliere es andersrum, ich predige bei mir im Amt jeden Morgen, diese Entwicklung ist so disruptiv, wir müssen uns alle Instrumente ansehen. Wir müssen uns ansehen, ob wir es noch richtig machen. Wir müssen uns ansehen, ob unsere Instrumente noch tauglich sind. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dasselbe gilt für die Politik, wenn ich das so sagen darf. Wenn ich mein kleines Städtchen, ich komme aus Bonn, angucke, da haben wir die traditionellen Fußgängerzonen, die oft nicht öder sein könnten, als sie sind. Und wir haben andererseits sehr lebhafte Straßen mit kleinen Geschäften. Warum ist das da so? Weil es keine Fußgängerzonen sind. Man kann mit dem Auto dahin fahren, es gibt Parkplätze vor der Tür. Das ist etwas, was zur Lebhaftigkeit, zur Nutzung unglaublich beitragen kann. Vielleicht müssen wir uns da auch an manchen Stellen von Vorstellungen von urbaner Stadtgestaltung ein Stück weit mal befreien. Und zum Zweiten das Sonntagsverkaufsverbot. Ich erinnere mich noch sehr lebhaft an meine Zeit als Referent in der FDP-Bundestagsfraktion, wo das Thema Ladenschlussgesetz ein Riesenthema war, damals mit Norbert Blüm. Ich erinnere nur mal daran, damals mussten die Geschäfte jeden Abend um 18.30 Uhr schließen und am Samstag war um 14 Uhr definitiv Schluss.
Was haben wir gekämpft? Was haben wir damals gekämpft? Wie mühsam war das? Und wie selbstverständlich ist heute das, was wir haben? Vielleicht sollte man sich das mal als Vorbild nehmen, wenn man an alte Zeiten anknüpfen möchte. Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Mundt. Nachdem Herr Kommissar Oettinger uns in wenigen Minuten verlassen muss, würde ich Sie jetzt bitten, wenn Sie Fragen an Herrn Oettinger haben, die jetzt zunächst zu stellen. Und wir würden es einfach jetzt bündeln, dass Herr Oettinger vielleicht auf einmal diese Fragen beantworten kann. Und dann gehen wir die anderen Fragen an die anderen Podiumsteilnehmer. Es sind Mikrofone im Saal verteilt. Haben Sie Fragen an Herrn Kommissar Oettinger? Hier hinten, bitte. Ja, guten Tag, Kelnich, mein Name, Handelsverband Kosmetik. Ich habe eine Frage. Wir haben jetzt viel über Plattformen gesprochen. Und da wäre meine Frage an Sie, Herr Oettinger. Differenzieren Sie bei Plattformen zwischen den reinen Plattformen wie eBay und den Einrichtungen wie Amazon, die selbst wirtschaftlich am Markt tätig sind? Und wenn ja, wie wird sich das in den Verordnungen der Kommission wiederfinden? Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen an Herrn Oettinger? Hier hinten bitte. Schönen guten Tag, mein Name ist Oliver Brotmann vom Bundesverband Onlinehandel. Herr Oettinger, Sie sprachen das Thema Geoblocking an, ist ja ein riesiges Thema, gerade in Brüssel. Sie hatten dieses Beispiel mit dem Bordeaux-Händler in Frankreich, der nach Deutschland wie verkauft. Da würde mich natürlich schon interessieren, ist angedacht ein Zwang des grenzüberschreitenden Wie-Verkaufes, weil der Online-Händler macht es ja mit dem deutschen Distributor deswegen, weil er gar nicht in der Lage ist, wie versandtechnisch die Ware nach Deutschland zu versenden. Da würde mich interessieren, wohin es mit Geoblocking dagegen soll. Mhm, vielen Dank. Gibt es eine weitere Frage an Herrn Oettinger? Ja. Kollege Lemmel. Herr Oettinger, ich habe leider Ihren Vortrag nicht hören können, aber ich habe eine Frage, die uns jetzt ganz aktuell berührt. Im aktuellen Telekommunikationsgesetz verlangen jetzt die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und die Medienanstalten der Länder, dass wir ins Gesetz schreiben sollen, dass praktisch zwangsweise die Gerätehersteller von Fernsehgeräten und Rundfunkgeräten zwangsweise den DAB Plus Sendeteil-Chip ins Gerät einbauen müssen. Das wird im Moment diskutiert. Wir finden, dass das keine Technologieoffenheit ist und eigentlich es einer europäischen Regelung bedarf dazu, denn es nützt ja nichts, wenn wir in Deutschland ein Gesetz schreiben und die Franzosen und die Italiener und die Engländer machen das alles andere. Und da wäre meine Frage, denken Sie, dass sich damit die digitalen Standards schneller durchsetzen lassen, indem man jetzt den Handel bzw. die Hersteller zwingt, sozusagen die technischen Geräte per Gesetz so herzustellen. Vielen Dank. Und eine Wortmeldung habe ich noch gesehen hier hinten. Die nehmen wir noch auf und dann bitte ich Sie, Herr Oettinger, zu antworten. Genau, Philipp Stegmann von der 3P Group. Und zwar wollte ich nur mal nachfragen, also es wird immer schön gesprochen, wie man digitale Transformation und digitale Großkonzerne kontrollieren möchte und so weiter. Ich sehe es noch nicht und meine Frage konkret ist, wie wollen wir diese Großkonzerne durch die Politik kontrollieren, jetzt speziell auf Deutschland gesehen. Also die sind schneller auf irgendwelchen anderen Inseln und Alibaba verschickt aus China ohne Probleme nach Deutschland, wenn es der Zoll nicht abfängt, kriegt es auch niemand mit. Vielen Dank. Herr Oettinger, bitte. Wenn man diese Online-Plattformen oder OTTs betrachtet, in der Tat muss man sehen, was ist denn ihre gesamte Wertschöpfung und ihre Marktstellung. Und da ist eBay und Amazon sehr unterschiedlich. eBay hat eine konkrete Dienstleistung, in der gibt es aber auch Wettbewerb. Da ist eBay nicht wirklich dominant. Die sind kreativ, schnell, aber es gibt dann noch andere. Global Player und regionale. Während Amazon eine relativ marktbeherrschende Stellung hat und eben in die Wertschöpfungskette nach oben und unten hineingeht. Und uns geht es immer um fairen Wettbewerb und keine Diskriminierung. Danach gehen wir vor.
fairen Wettbewerb, dass niemand im Grunde genommen erpressbar oder gezwungen ist. Und insoweit werden wir jetzt die Frage bearbeiten, ob wir europäische Regeln für den europäischen Binnenmarkt benötigen, die dieses, nämlich fairer Wettbewerb und keine Diskriminierung, generell vorsehen. Und da müssen wir Fall zu Fallweise vorgehen. Geoblocking, es gibt keinen Zwang zum Handel. Der Händler und Produzent, nehmen wir an, ob er Wein oder Nahrungsmittel herstellt, kann frei entscheiden, wie sein Markt aussieht. Er darf nicht diskriminieren. Ich kann nicht sagen, deine Nase gefällt mir nicht oder dein Vorname ist falsch. Das heißt, wenn er ab Ladengeschäft, ab Weingut verkauft, muss er an jeden verkaufen, zu einem Preis, den er fair festlegt, solange die Ware noch verfügbar ist. Er kann nicht gezwungen werden, dass er von Bordeaux nach Vilnius eine Flasche verkauft. Denn da wären die Zeitaufwendungen, ich rede nicht von den Kosten, sondern die Zeitaufwendungen für den Transport unverhältnismäßig. Wenn aber der aus Vilnius sagt, ich organisiere den Transport und ich finde einen Logistiker, der muss in der Lage sein, online in Bordeaux zu bestellen und die Flasche dann über einen Dienstleister in Vilnius zu bekommen. Und darf nicht online automatisch praktisch geblockt werden und einen Kontor in Bremen oder Hamburg verwiesen werden. Insofern, Vertragsfreiheit gilt, aber auch hier diskriminierungsfrei. Man könnte auch sagen, das Verhalten im analogen Markt ist die Blaupause für die notwendigen Verhaltensweisen im digitalen Markt. DAB+, da gab es ja in der Frankfurter Allgemeine eine Reihe von spannenden, sich widerstreitenden Beiträgen aller Beteiligter. Ich habe im Nachgang zur IFA eine Gesprächsreihe angeboten bekommen und aufgenommen. Und zwar erstmals mit ARD und Deutschlandradio, die ja auch nicht ganz deckungsgleich waren, plus VPRT. Wir sind jetzt in einer intensiven Gesprächsreihe mit beiden in Deutschland, mit den privatrechtlichen Hörfunkunternehmen und den öffentlich-rechtlichen Hörfunkunternehmen. Ich habe jetzt beide gebeten, in die europäische Verbandsebene zu gehen, also EBU, European Broadcasting Union, für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalter und die entsprechenden privatrechtlichen Verbände auf europäischer Ebene. Und beide sind jetzt erstmals bereit, den Weg zu DAB+ gemeinsam vorzuschlagen. Denn bisher waren ja die privaten Hörfunksender eher defensiv. Und Deutschlandradio war maximal offensiv. Und da konnte man schon vermuten, dass es hier eine Marktveränderung geben könnte, weil DAB+ vielleicht von manchen kleinen Lokalsender nicht gangbar wäre. Wir werden diesen Dialog jetzt im neuen Jahr fortführen. Und die Frage muss dann beantwortet werden, wollen wir eine europäische Zeitachse, die verbindlich ist für die Umstellung? Die hängt aber von einem weiteren ab. Und die Frage beantwortet niemand. Wird Hörfunk von morgen das Internetradio sein? Ist DAB Plus eine Übergangstechnik? Oder geht es im Grunde genommen dauerhaft um DAB Plus? Noch ist Internetradio entlang der Übertragungsknappheit von Daten zu teuer. Aber es könnte sein, dass wir in der Gigabit-Zukunft mit 5G und mit Glasfaser alle Kapazitäten haben, dass man eben auch Hörfunkinhalte neben Download von YouTube, neben Social Media, neben IoT, neben Connected Cars, neben Telemedizin kostengünstig transportieren kann. Die Frage wollen wir mit Fachleuten, die klüger als ich sind, beantworten, um dann gegebenenfalls einen verbindlichen DAB Plus Standard zu beschließen oder aber nicht zu beschließen. Ich bin da gerne bereit, mit Ihnen, weil es ja der größte Teilmarkt ist, Deutschland, eng zu kooperieren. Und wie kontrollieren wir die OTTs? Bei allem Respekt vor Ihrer Marktmacht, Sie wollen auf den europäischen Markt nicht verzichten.
Weder Google, noch Facebook, noch Amazon, noch andere, weder die Asiaten, noch die Amerikaner. Das ist der attraktivste Markt der Welt, wenn es einen Markt gibt. Und sie werden deswegen unsere Regeln einhalten, sofern es europäische Regeln gibt. Wenn nicht, nicht. Wir haben im September in Kenntnis der nicht wirklich wirksamen Leistungsschutzregelung in Deutschland für das Thema digitales Urheberrecht einen europäischen Vorschlag gemacht, wie man für die Kreativwirtschaft eine faire Verhandlungsposition, Fair Remuneration und die Schließung von Value Gap erreichen kann, bis hin zum Thema Verlegerrecht. Und klar ist, die werden europäische Regeln beachten, welche es gibt. Dass der Mehrwert des Binnenmarktes, hier der Markt und hier die Regeln, zwei Seiten einer werthaltigen Medaille. Jetzt bleibt die Kontrolle. Die ist nicht ganz einfach. Aber auch da haben wir Erfahrung. Ich habe mal ein Beispiel im analogen Bereich. Jetzt nehmen Sie mal irgendeinen großen Kaffeeproduzenten oder Händler. Die versuchen natürlich, die Wertschöpfungskette zu verlagern. Hier ist die Bohne in Kolumbien. Hier ist die Rösterei. Hier ist Rewe Edeka. Die versuchen natürlich, die Erträge dessen, was sie am Ende an Verkaufspreis bei Rewe erzielen, möglichst dorthin zu verlagern, wo das Steuerrecht günstig ist. Das kann man nachprüfen. Da haben unsere Finanzämter herausragende Erfahrung in der Zerlegung von Wertschöpfungsanteilen. Im analogen Bereich ist es leichter. Da können Sie Energiepreise für Röstereien, Transportkosten, Arbeitskosten, alles zerlegen. Das ist beim Thema Fahrzeugzulieferungen nicht anders. Wenn von Bratislava irgendein Teil nach Wolfsburg kommt, wird er auch zerlegt. Und zwar unternehmensintern wie mittelständischer Zulieferer zu VW-Konzern. Im digitalen Bereich ist es schwieriger. Beispiel Google. Wenn Sie googeln, Geburtstag der Kanzlerin, wo ist die Wertschöpfung? Ist die im Kanzleramt? Nein. Ist die im Geburtshaus von Hamburg? Nein. Ist die in Palo Alto? Fragezeichen. Ist die in der Niederlassung Google Deutschland oder Google Europa? Es ist im digitalen Bereich viel schwieriger, wenn man eben keinen Schweiß sieht. Wenn man im Grunde man nicht den Fingerabdruck des Menschen, die Arbeitszeit erkennt. Aber auch da kann ich Ihnen sagen, haben unsere Steuerverwaltungen in der Kooperation und haben unsere Dienste in DG-Comp, DG-Wettbewerb in Brüssel, eine hinreichende Erfahrung. Und wir sind derzeit bei den beiden Google-Fällen, beim Apple-Fall, tief drin. Um genau dies, nämlich Verlagerung von Wertschöpfung und Roherträgen in Niedrigststeuerregionen zu vermeiden und die Wertschöpfung und die Erträge und die Steuer dorthin zu bringen, wo sie hingehört, gegebenenfalls auch nach Deutschland. Besten Dank und guten Nachmittag. Ganz herzlichen Dank, Herr Kommissar Oettinger. Vielen Dank, dass Sie da waren, sich jetzt auch mehr Zeit genommen haben, als Sie eigentlich haben. Ich hoffe, Sie holen es jetzt wieder auf. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, meine Damen und Herren, wir schreiten fort mit der Fragemöglichkeit für Sie. Haben Sie Fragen an den Herrn St. Johanser, an den Herrn Althaus, an den Herrn Mund? Dann darf ich Sie bitten, einfach zu den Mikrofonen zu gehen. Ich würde sagen, wir fassen jetzt einfach drei Fragen zusammen. Die Herren werden es dann entsprechend beantworten. Sie sagen wieder wie vorher einfach Ihren Namen, ja, Organisation. Pimper. Herr St. Johanser, glauben Sie, wenn man die Rücksendung von Onlinehandel gebührenpflichtig machen würde, dass das den Einzelhandel in den Innenstädten wieder beflügeln würde? Das glaube ich ganz konkret. Herr St. Johanser, fassen wir einfach drei zusammen. Das bitte hier. Zu schnell. So, David Baumgart von Alibaba. Ich würde kurz auf das Positionspapier eingehen und sagen, dass ich das für insgesamt sehr gelungen halte und sehr ausgewogen und schon in der Titulierung. Nur der Aspekt Digitalisierung in der Exportwirtschaft, den könnte man vielleicht noch mal ein bisschen mehr herausarbeiten oder auch herausstreichen.
Die Digitalisierung ist auch für die deutsche Wirtschaft im Export, zum Beispiel nach China, was wir jetzt eben betreiben, eine große Chance. Und alle möglichen Markenprodukte gehen eben inzwischen auch digital nach China. Aber auch die Händler, wie jetzt zum Beispiel in der letzten Woche DM, sind inzwischen alle digital, zum Beispiel auf der Plattform von Alibaba, mit vertreten. Und das ist eine große Chance, den Export nochmal anzukurbeln und da neue Sachen rauszuholen. Das könnte man noch stärker unterstreichen. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen, Fragen? Gibt es? Wer meldet sich bitte? Ja, Ingmar Behrens vom German Council Shopping Center. Das Thema Öffnungszeiten beschäftigt ja doch die ganze Nation. Und Sie haben richtig darauf hingewiesen, Italien oder Polen machen uns vor. Der Glaube ist dort ja genauso stark wie der Umsatz am Sonntag. Was können wir gemeinsam tun, damit wir hier eine Wende hinbekommen und nicht eine noch länger dauernde Diskussion? Mhm. Vielen Dank. Danke, Hanse, würden Sie darauf antworten? Ja, gerne. Also Ihre Frage auf die Gebührenmöglichkeit für Rücksendung. Ich glaube nicht, dass das hilft. Das wäre vielleicht ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber ich lehne das, oder wir Handel lehnen das generell ab. Es ist Administration, Bürokratie. Es wäre ein Graus, wenn man sich ein solches Instrument überlegen würde. Aber ich glaube, das ist auch das Empfinden vieler, die auch heute schon beobachten, dass dieses exzessive Rücksenden schon langsam abnimmt und mal wieder andere Einkaufsgewohnheiten stattfinden. Zu der zweiten Frage, was können wir gemeinsam tun? Das ist sehr gut, wie Sie den Appell anführen. Es gibt eine große Initiative, die am Wirtschaftsministerium aufgehängt ist und im Koalitionsvertrag, im aktuellen Koalitionsvertrag verankert ist. Und zwar ist das die Dialogplattform Einzelhandel, die wir von HDE-Seite sehr stark unterstützen, also quasi Mitträger sind. Ich wünschte mir, dass die, das ist schon eine Art Appell, dass die auch in die nächste Koalitionsrunde mit eingebracht wird. Hochkomplex, unter Tisch, manche sagen, bringt eh nichts, aber wir erleben, dass wir genau dieses Thema Sonntagsöffnung damit aufgreifen und thematisieren bei den anderen Stakeholdern, also vor allen Dingen Kirchen und Gewerkschaften, die, das ist ja durchsichtig, auch solche Reizthemen instrumentalisieren. Und ich kann hier nur sagen, lassen Sie uns die Tür wirklich gemeinsam aufstoßen. Es geht hier nicht um wirklich Ausdehnen von Geschäftsmöglichkeiten, nur nach dem Motto, naja, die stationären Händler laufen den paar Euro Umsatz hinterher, damit sie noch mehr Geschäft machen. Nein, es geht genau um Infrastruktur, es geht um das Lebensgefühl, Aufenthaltsqualität wieder in den urbanen Zentren zu schaffen. Und da sollte man es nicht unterschätzen, dass wenn wir alle, auch wie einer Veranstaltung diese nutzen, sagen, ja, wir müssen den Blick nach vorne richten, weil das andere ist wirklich ein sich eingraben in alte Strukturen. Herr Althaus. Ja, ich würde insbesondere den letzten Punkt noch mal ergänzen wollen, weil ja auch immer wieder die Frage uns auch von der Politik gestellt wird, wenn wir in den Verbänden aktiv sind oder wenn wir in diesen Runden zusammensitzen, was können wir für euch tun, wie können wir euch unterstützen? Und bei der Frage der Sonntagsöffnung sage ich, Sie müssen Position beziehen. Und Position kann der Gesetzgeber dadurch beziehen, dass er die Gesetze verändert. Und wenn wir darüber reden, dass wir insbesondere zur weiteren Entwicklung der digitalen Transaktionsmöglichkeiten im Handel dort eine Liberalisierung an den unterschiedlichen Stellen brauchen, muss ich feststellen im Moment, dass in den meisten Positionspapieren diese Liberalisierung einseitig in Richtung Digitalwirtschaft geht und an der Stelle der analoge oder der stationäre Handel vergessen wird. Also mein Appell ist dort ganz klar, da auch vielleicht nicht nur mit kleinen Brötchen sozusagen zu backen, wenn ich diese Analogie verwenden darf, sondern klare Position zu beziehen, dass wenn wir etwas für den stationären Einzelhandel und seine Entwicklung in die digitale Welt tun wollen, dann müssen wir auf dem Weg dorthin Chancengleichheit schaffen. Und das Thema ist eins davon. Vielen Dank, Herr Althaus. Das war die Beantwortung der Fragen der vergangenen Runde. Herr Mundt würde noch ergänzen. Eine Frage, die an Herrn Oettinger gestellt wurde, aber die er gerne noch aufgreifen würde.
Ja, ich glaube, das ist für die Zukunft eine wichtige Frage. Es ist die Frage aufgekommen, wie kontrollieren wir eigentlich diese großen Plattformen? Herr Oettinger hat ja mehrfach das Wort Diskriminierungsfreiheit angesprochen. Und Kontrolle ist ja etwas, da kennen wir uns aus. Frage stellt sich für uns natürlich auch manchmal, wie sieht eigentlich die Zukunft aus, wenn ich sicherstellen will, dass Diskriminierungsfreiheit auch tatsächlich eingehalten wird? Und wenn ich das in der Zukunft wirklich wissen will, ich komme hier mal auf ganz viele Beschwerden zurück, die vielleicht gar nicht markartellrechtlicher Natur sind, ist, aber die immer so im Raum stehen. Das ist zum Beispiel bei den großen Plattformen, über die kleine, mittlere Händler handeln, ist immer die Frage der Wertfreiheit des Algorithmus, dass auch der Algorithmus neutral ist, und zwar in dem Sinne, dass er das Ranking nicht verändert. Wir wissen, wie entscheidend das oft ist. Da stellt sich für die Zukunft möglicherweise dann natürlich schon die Frage, wie stelle ich das als kontrollierende Instanz, wer immer das sein mag, wie stelle ich eigentlich sicher, dass das tatsächlich diskriminierungsfrei stattfindet? Eigentlich muss ich dafür in den Algorithmus reinschauen. Ich muss eigentlich gucken, ob der Algorithmus irgendwo an einer Stelle bei jemandem, der der Plattform in die Quere kommt, dass der Algorithmus nicht immer so ein kleines vielleicht plus 25 hat, sodass ich im Ranking immer weiter runterfalle. Das ist, glaube ich, in der Tat eine Zukunftsfrage, die sich stellen wird, wie ich mit diesen ganz großen, weltumspannenden Plattformen, die überall ihr Geschäftsmodell individuell, national angepasst verfolgen, wie ich diese Kontrolle dann auch tatsächlich sicherstelle. Ich glaube, das ist auch eine Frage, die geht weit über das Wettbewerbsrecht hinaus. Das ist eine Frage, die sich, glaube ich, der Staat an sich stellen muss. Wie halte ich es damit? Wie tief will ich eingreifen? Oder habe ich da tatsächlich Räume irgendwann, die sich meiner Kontrolle entziehen werden? Ich würde auf den Punkt gerne noch eingehen wollen, weil mir das vorhin schon bei Ihrem Statement so erschien, Herr Mundt, dass Sie teilweise ein Bild von Amazon beschrieben haben, wo das eher so eine altruistische Veranstaltung ist. Keineswegs ist die Aufgabe von Amazon natürlich, den mittelständischen Einzelhandel, die Welt in den Onlinehandel zu ermöglichen, sondern Amazon schaut sich immer dann, wenn etwas auf den Plattformen passiert, in einer Branche, wo sie noch nicht so zu Hause sind, schaut sich an, was dort gelingt, was dort funktioniert, und anschließend, wenn sie wissen, wie das funktioniert, steigen sie selber in die Wertschöpfungskette ein und übernehmen eben auch den kompletten Wertschöpfungsprozess, inklusive natürlich auch der Rolle, die früher der Einzelhändler dort hatte. Und deshalb ist es aus meiner Sicht ganz, ganz entscheidend zu unterscheiden zwischen Plattformen, die eine reine Vermittlungsfunktion haben, und Plattformen, die selber Händler sind oder sogar selber, wie in dem Fall, Produzent sind und damit komplette Marktbereiche auch absorbieren. Man muss das wirklich so sagen, absorbieren. Und ich kann Sie da nur darum bitten, gerade auch in Ihrer Funktion, da sehr genau darauf zu achten, welche dieser beiden Rollen eine Plattform einnimmt und auch in Fragen der Regulierung diese Plattformen unterschiedlich zu behandeln. Ja, wir sind an einem sehr, sehr spannenden Punkt, aber dennoch möchte ich nochmal die Fragerunde eröffnen. Es gibt mehrere Wortmeldungen. Zunächst hat sich mein Kollege Matthias Heider gemeldet, dann Herr Brotmann und dann hier hinten. Wir nehmen diese drei Fragen auf. Ja, vielen Dank, Hans-Jörg. Ich hatte eine Frage an Herrn Mundt. Nachdem Herr St. Johanser gerade die Plattform des Bundeswirtschaftsministeriums da ins Gespräch gebracht hat, habe ich noch eine halbe Frage dazu. Da würde mich am Rande einfach mal, das ist so ein Panel, sage ich mal, das seit 3 Jahren tagt oder seit 2,5 Jahren tagt und das versucht, gemeinsam herauszufinden im Auftrag des Bundeswirtschaftsministers, wo wollen wir denn in der Digitalisierung eigentlich hin. Da würde mich ganz am Rande als Abgeordneter einfach mal interessieren, was haben Sie für einen Eindruck, was kommt dabei eigentlich raus? Aber jetzt zu eigentlich meiner, das soll kein Geklapper am Vorabend einer Bundestagswahl sein. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen, auch weil ich der Auffassung bin, dass das ein Thema ist, das sich eigentlich für Wahlkämpfe im engeren Sinne nicht eignet. Denn das sind Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, die uns als Wirtschaftsstandort Deutschland ein gehöriges Fragezeichen im Moment aufgeben. Deshalb, Herr Mundt, hätte ich an Sie die Frage adressiert. Kommissar Oettinger hat davon gesprochen, dass gerade beim Umgang mit Daten es einen Rechtsrahmen geben sollte. Er hat das als BGB für Daten apostrophiert. Sehen Sie eine Chance wettbewerbsrechtlich dafür, dass es so ein Sonderregime braucht, so will ich es mal nennen. Und in dem Zusammenhang, er hat auch immer davon gesprochen, dass kleinen und mittleren Unternehmen
auf diesem Markt der Daten eine besondere Rolle zuerkannt werden soll. Sehen Sie in dieser Bündelung eine Chance oder weisen Sie da eher auf die Schranken des Kartellrechts hin? Ja, Protmann nochmal wie vom Bundesverband Onlinehandel. Ich erlaube mir gleich zwei Fragen. Einmal nochmal zu dem Ladenschutzthema. Sie sprachen vorhin, Herr Althaus, das Thema Waffengleichheit an. Es ist aber nicht so ganz klar heraus, Waffengleichheit könnte ja auch bedeuten, dass der Gedanke, der immer wieder mal kursiert aufkommt, wir schalten online am Sonntag ab. Gibt es diesen Gedanken noch? Herr St. Johansen, Sie nicken so. Da hätte ich natürlich gerne eine klare Stellungnahme zu, ob es diesen Gedanken immer noch gibt, ob wir also entsprechend, wie Herr Kauder am Anfang ja kurz das Apothekenthema mal wie positionierte, treten wir zurück in die Digitalisierung 0.5 oder gehen wir weiter nach vorne? Das hätte ich gerne geklärt. Der zweite Punkt, meine Frage direkt an Herrn Althaus, auch als Vertreter des Mittelstandsverbandes oder des Verbundes. Sie sind ja gerade der Vertreter der Fachhändler. Das heißt also, bei Ihnen sind die ganzen Einkaufs- und wie Gemeinschaften drin. Selber haben Sie mit Schuhe.de das aus meiner Sicht einzige Konzept, was einigermaßen digital funktioniert, dass Sie eine Plattform anbieten für die Fachhändler. Alle anderen Verbundgruppen, behaupte ich jetzt einfach mal klipp und klar, haben null Lösungen für den Fachhandel da draußen. Und wir sprechen über die Digitalisierung und den Onlinehandel jetzt nun schon seit einigen Jahren. Warum ist es so schwer, denen wirklich zu helfen, ihnen eine Möglichkeit zu geben, neben den Herstellern auch wirklich in den digitalen Handel hineinzukommen. Danke. Und bitte hier. Ja, wunderbar. Nikolaus Lindner von eBay, vielen Dank. In der Tat, wir sehen uns mit unserer Plattform als Vermittler. Wir wollen die Möglichkeit geben, gerade auch kleinen und mittelständischen Händlern, die Digitalisierung mitmachen zu können. Insofern war ich Herrn Mund sehr dankbar, der auch nochmal darauf hingewiesen hat, wie wichtig es denn dann auch ist, dass ein kleiner mittelständischer Händler eben Zugang zum digitalen Kunden bekommt. Da ist einmal die regulatorische Seite, die hat Herr Mund angesprochen. Das natürlich möglich sein muss, wenn ich eben ein Händler in einer kleinen Stadt bin, dass ich dann eben auch auf eBay verkaufen kann und nicht mir der Hersteller das untersagt. Aber es gibt natürlich auch praktische Probleme, dass ich das überhaupt erstmal hinbekommen muss. Das heißt, ich muss irgendwie auch Digitalisierung können, ich muss meinen Warenbestand digitalisieren. Und da ist eben schon durchaus die Frage, wie kann man da den kleinen Händler noch stärker unterstützen? Es gibt einen Lösungsansatz zum Beispiel in Irland, das heißt Trading Online Voucher Scheme, wo man bis zu 2.500 Euro Unterstützung bekommt vom Staat, mit der Voraussetzung, dass ich selber dieses Geld in die Hand nehme. Das heißt, es wird nur gematcht, es wird nur verdoppelt sozusagen. Wenn ich also selber als kleiner Mittelständler die 2.500 in die Hand nehme, dann kommt der Staat und gibt mir quasi das Geld auch nochmal obendrauf, um eben genau mehr mir Hilfestellung zu geben für den Onlinehandel. Und da wäre eben so die Frage, ob sowas nicht auch für Deutschland möglich wäre. Vielen Dank. Vielen Dank. Nachdem vorher Herr St. Johansen begonnen hat, würde ich sagen, beginnen wir bei Herrn Mund diesmal. Ja, vielen Dank, Herr Heider. Bevor ich zu Ihrer Frage komme, ganz kurz zu Herrn Althaus. Ich bin ganz weit davon entfernt, irgendeine Plattform als altruistisch zu bezeichnen. Ich sage nur, dass diese Plattform natürlich nicht nur Risiken, sondern auch Chancen bergen. Das ist mein ganzer Punkt. Wie weit ich davon entfernt bin, das sehen Sie schon an dem Verfahren, das wir als Bundeskartellamt gegen Amazon geführt haben, vor nicht allzu langer Zeit. Amazon hatte ja eine Plattform, eine der berühmten Meistbegünstigungsklauseln. Da, wenn ich Meistbegünstigungsklausel höre, da klingeln bei mir schon alle Alarmglocken inzwischen. Und zwar sah die so aus, dass ein Händler, der sein Produkt über Amazon verkauft, über den Amazon Marketplace, dass dieser Händler dieses Produkt nirgendwo anders preiswerter verkaufen durfte. So, das war eine Klausel, die hatte Amazon in ganz Europa. Wir haben ein Verfahren gegen Amazon eröffnet, vielleicht auch so viel zu dem Thema, was kann so eine kleine nationale Wettbewerbsbehörde eigentlich noch ausrichten gegen diese Unternehmen. Also wir haben ein Verfahren eröffnet, haben ein paar Wochen mit Amazon diskutiert und dann hat Amazon diese Klausel fallen lassen auf unsere Initiative und zwar nicht nur für Deutschland, sondern im Nachgang auch für ganz Europa. Also wir können sehr wohl was ausrichten und Sie sehen daran auch, dass wir sehr genau hingucken bei diesen Sachen. Herr Heider, zum Thema Daten. Daten sind unglaublich wichtig.
Und dabei könnte man es fast belassen. Das Problem ist nur, dass man es eigentlich differenzierter sagen muss. Wir haben in unseren ganzen Fällen und auch in unseren Studien, die wir gemacht haben, zum Thema Daten als Wettbewerbsparameter immer wieder festgestellt, dass man Daten im Grunde unglaublich differenziert behandeln muss. Weil es gibt Daten, ohne die geht es nicht. Aber es gibt auch ganz viele Daten, die sind replizierbar. Die können Sie kaufen. Es gibt Daten, die veralten schnell. Da haben Sie zwar die Daten, aber Sie können nichts damit anfangen, weil sie nicht up-to-date sind. Es gibt Unternehmen, deren Geschäftsmodell baut in der Tat auf Daten auf. Deswegen führen wir hier ganz konkret ja auch ein Verfahren gegen Facebook, weil wir hier der Frage nachgehen wollen, ob Facebook die Daten, die es generiert, von den Nutzern und die dann unmittelbar monetarisiert werden über Werbung, über gezielte Werbung, ob diese Daten konform mit dem deutschen AGB-Recht erhoben werden und mit dem deutschen Datenschutzrecht. Wir glauben auch, dass wir hier als Wettbewerbsbehörde berufen sind, so ein Verfahren zu führen. Wir sind jetzt weit davon entfernt, bei jedem marktmächtigen Unternehmen zu prüfen, ob die alles richtig machen. Aber ich glaube, bei den Daten, die das Geschäftsmodell sind, die nur erhoben werden, damit sie hinterher monetarisiert werden können. Ich glaube, da können wir dann schon reingucken. Und da gucken wir dann auch quasi, ich sag mal, in die Herzkammer, in den Maschinenraum so eines Unternehmens rein und gucken, was macht's mit den Daten und gucken vor allen Dingen, wird der Verbraucher so darauf hingewiesen, was mit seinen Daten passiert, dass das alles korrekt ist. Also wir beschäftigen uns sehr damit, aber die Differenzierung bei den Daten, die macht es aus meiner Sicht so schwierig, weil es gibt so viele verschiedene Daten. Manche sind unerlässlich, manche sind, können Sie kaufen. Da steht das mit der Unerlässlichkeit in Frage. Ich persönlich glaube, dass es in der Zukunft viel wichtiger wird, weil personenbezogene Daten sind das eine, aber wenn wir hier in Deutschland über Industrie 4.0 reden, dann reden wir über Maschinen, die Daten austauschen, dann reden wir über Kommunikation zwischen Maschinen, die mit Daten arbeiten. Da müssen Schnittstellen stimmen, da muss Kompatibilität gewährleistet sein, da muss Operationalität gewährleistet sein. Insofern glaube ich, dass das Thema sehr wichtig wird. Nur mit der Regulierung, da ist das so eine Sache, das ist so ein bisschen so, als wollten Sie Plattformen regulieren. Jede ist anders. Die Behandlung von Daten ist immer anders. Und ich finde es unglaublich schwierig, hier jetzt schon zu einer einheitlichen Regulierung zu kommen, weil ich gewisse Zweifel habe, ob wir alles das Wissen haben, was wir brauchen, um diesen Bereich regulieren zu können. Wir müssen ja erstmal so Grundsatzfragen klären, die fast ans Ethische rangehen. Wem gehören eigentlich diese Daten? Nicht? Wenn ich sie hingebe als Nutzer und die Plattform macht was damit und gibt sie weiter, wem gehören sie denn dann eigentlich? Gehören sie immer noch dem Nutzer? Hat die Plattform sie zu Eigentum in Anführungsstrichen bekommen in dem Moment, wo ich sie rübergehe? Gehören sie hinterher dem werbetreibenden Unternehmen, an die sie weitergegeben worden sind? Also das sind so Fragen aus meiner Sicht, wo wir im Moment sehr viel drüber diskutieren können und auch diskutieren. Ich weiß nur nicht, wie nah wir da wirklich schon einer Lösung sind. Und das kommt mir manchmal so ein bisschen vor, als würden wir Lösungen so am grünen Tisch versuchen zu formulieren, ohne dass wir die Praxiserfahrung haben. Deswegen glaube ich, es ist absolut notwendig, hierfür einen Rechtsrahmen zu finden. Aber ob das jetzt nicht ein bisschen premature wäre, da weiß ich nicht so richtig, da weiß ich die Antwort ehrlich gesagt nicht drauf. Ich sehe diese unglaubliche Regelungsbedürftigkeit und ich sehe auch, ehrlich gesagt, manchmal eine gewisse Hilflosigkeit, wie man das in einen generell verbindlichen europäischen, müsste ja europäisch sein, in einen verbindlichen europäischen Rechtsrahmen gießen möchte. Das ist eine sehr ambitionierte und ich glaube auch extrem komplexe Aufgabe. Ja, dann will ich zu den beiden anderen Punkten nochmal Stellung nehmen. Also was habe ich mir mit Waffengleichheit gedacht, also mit sonntags Internet abschalten, war ja dort die Frage. Ist eine coole Idee. Ich habe das tatsächlich auch einmal gesehen, habe ich mir das wirklich angeguckt. Vor 2 Jahren war ich in New York und da können Sie mal in das Unternehmen B&H gehen. Das ist einer der spannendsten Elektronikhändler der Welt aus meiner Sicht. Ein jüdisches Unternehmen, was am Schabbat tatsächlich die Möglichkeit blockiert, in ihrem eigenen Online-Business dort zu bestellen. Leider sind sie damit solitär und deshalb beantwortet sich die Frage nahezu von selber, in welche Richtung kann das nur gehen. Ich sage auch nicht, dass dieser Sprung, weil ich weiß, dass sich auch der Einzelhandel darauf vorbereiten muss, von heute auf morgen passieren sollte, aber ich habe vorhin schon den Begriff gebraucht, wir brauchen auch bei dem Thema eine Transformation.
Und es ist mir ganz wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass es ja auch unseren Händlern leider nicht ermöglicht wird, bei diesem Thema der Waffengleichheit auf insgesamt, weiß ich nicht, 55 Tage Miete oder Mietzahlung gegenüber den teuren 1A-Lagen zu verzichten, nur weil der Gesetzgeber sich gedacht hat, du darfst halt die Miete bezahlen, verkaufen darfst du nichts. Also da muss man sich überlegen, wie die Dinge zusammenpassen, wie sie noch in die neue Welt passen. Und da glaube ich, da ist Bewegung erforderlich. Zu dem zweiten Thema. Warum dauert diese Transformation im Mittelstand und der Aufbau von Plattformen wie beispielsweise unserer Plattform mit schuh.de so lange? Zum einen ist es eine Frage, wie gut sind die Unternehmer selber dabei, ihre eigene digitale Strategie zu entwickeln. Ich halte das im Moment für die noch größte Hürde, weil es immer noch zu wenige Unternehmer, auch bei uns aus dem analogen Handel gibt, die sich wirklich im Sinne einer eigenen Strategieentwicklung mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen und sich nicht nur die Frage stellen, wie kann ich auch ein paar Produkte online zu verkaufen, weil das ist eigentlich der einfachste Teil. Ja, der viel schwierigere Teil ist zu sagen, was bedeutet das fürs Unternehmen, wo es verändert es Prozesse, wo verändert es die Qualifikation von mir und meinen Mitarbeitern. Und da, glaube ich, kann, wenn wir ja über die Unterstützung der Politik reden, da kann sich schon einiges verändern. Denn im Moment haben wir leider die Situation, dass das BMWI und auch andere, ich nenne sie jetzt mal Förderquellen, ihre Förderung einseitig in Richtung technologische Entwicklung lenken. Und das halte ich für zu kurzsichtig. Aus meiner Sicht muss insbesondere die Entwicklung von Prozessen, die Industrie und auch Wirtschaft digitalisierungsfähig machen, gefördert werden. Mit entsprechenden Programmen, mit entsprechenden Mitteln und mit der entsprechenden Unterstützung. Denn genau an der Stelle fehlt es im Moment, und jetzt bemühe ich das ein letztes Mal, diese Transformation zu unterstützen, die wir brauchen und nicht zu sagen, ihr habt halt Pech gehabt, hier gibt es neue Technologien, die sind euch halt überlegen. Ja, ich will es kurz abbinden, zum Ladenschluss da anknüpfen. Natürlich abschalten ist, denke ich, absurd. Sie haben auch das gute Beispiel gebracht. Aber es geht natürlich auch noch, und ich nehme an, das haben Sie damit auch gemeint, um das Verbot von Sonntagsarbeit bei Callcentern. Also diese Diskussion, die kämpfen wir oder wir lobbyieren dagegen, weil das wäre ja wirklich absurd. Und das trifft dann vor allen Dingen auch die Händler, die hybriden Händler, die beides machen. Also ich denke auch hier, das hat ja was mit Arbeitszeit und Recht zu tun und auch mit dem Ausgleich mit den Sozialpartnern. Also das stellen wir uns massiv dagegen. Um Gottes Willen nicht so reaktionäre Handlungsweisen. Herr Dr. Heider, Sie fragten als Nebenfrage, wie geht das denn da mit dem BMWI und der Plattform? Ich selbst bin nicht ernüchtert, sondern nüchtern in der Betrachtung. Das ist der erste Block. Gott sei Dank ist der Einstieg gelungen. Ich darf mir die Nebenbemerkung erlauben. Ich hätte es gerne noch ein bisschen mehr promotet und getrieben, auch durch den Minister selbst. Und das Ganze, das trifft genau das, was Sie sagen, höher auf die Agenda zu setzen. Und dieser runde Tisch, der ja immer wieder auch mal verspottet wird, selbst von Unternehmern, die bei uns im HDE maßgeblich sind, das bügle ich dann gerne ab und sage, es ist ja wirklich ein Strauß von Zielkonflikten, der hier erstmal auf einen Tisch kommt. Ich denke nur an Themen Verkehr, die vor allen Dingen der Städtebund, Städtegemeindebund nimmt. Das Thema Öffnungszeiten haben wir eben genannt, unter dem religiösen Gesichtspunkt Arbeitsschutz, also das, was die Gewerkschaften treibt. Natürlich das Gewerbesteuerthema, das gehört auch in Ihre Argumentation, Herr Althaus, dass wir die Gewerbesteuerbelastung auf Mieten und Pachten haben. Ja, das Thema, ich nehme es schon wegen Ermüdungserscheinungen gar nicht mehr in den Mund, aber das ist auch eine Frage der Steuerstruktur, die da nicht passt, weil Lagerhäuser haben da eher weniger Belastung. Und ich denke, das muss man sich vor Augen führen. Deswegen, vielleicht wollten Sie das auch genau hören, oder zumindest wäre das, was ich gerne hätte, dass Sie jetzt auch gerade als CDU-CSU-Fraktion das aufgreifen und sagen, jawohl, das in dem nächsten Koalitionsvertrag noch prominenter setzen und noch mehr mit Promotion durch die Regierungsseite. Gut, ich denke, damit binde ich das auch ab. Vielleicht einen letzten Satz, auch nochmal Stichwort, dass die Unternehmer ihre Digitalstrategien in erster Linie machen. Selbst Gruppenzentralen, wie, ich nenne jetzt mal Rewe als Händler, Lebensmittelhändler oder Edeka, und geschweige denn ein Verband, können das leisten, was Unternehmer leisten. Wir haben, das darf ich dann als kleinen Werbeblock einschieben, weil Herr
Tromp auch hier sitzt als Hauptgeschäftsführer des HDEs. Sie treiben das ja mit dieser Toolbox für E-Commerce und Digitalisierung. Das heißt, bei den Fragen der Händler, was könnt ihr uns anbieten, da sind wir gerne zur Seite. Aber als Unternehmer wissen wir, das ist nur begleitend und nicht initiativ oder initial. Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Sankt Johanser. Meine Damen und Herren, wir befinden uns laut Zeitplan mitten in der Pause, sogar eher schon am Ende der Pause als am Anfang der Pause. Darum kann ich jetzt leider keine weitere Fragerunde mehr zulassen, denn wir haben noch ein weiteres spannendes Podium, das uns nach der Pause dann erwartet. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen allen fürs Mitdiskutieren an der Stelle, aber vor allem bei Herrn Sankt Johanser, bei Herrn Althaus und bei Herrn Mund. Die Diskussion zeigt, wir werden uns noch öfter treffen, noch viel darüber, über diese Themen diskutieren. Ganz herzlichen Dank und jetzt darf ich Sie in die Pause bitten. Und wir würden wieder mit einem Impuls, wie im Programm ausgedruckt, beginnen. Herr Professor Funder, der uns auch bei den Fachgesprächen, wie vorhin schon angesprochen, auch begleitet hat, geschäftsführender Direktor des Instituts für Internationales Handels- und Distributionsmanagement der Hochschule Worms. Herzlich willkommen auch offiziell nochmal. Er steht bereits am Rednerpult und ja, Sie haben das Wort. Bitte schön. Super. Ganz herzlichen Dank für die Einführung. Guten Tag, sehr geehrte Präsidenten, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Wir durften in den letzten 18 Monaten die Fachgespräche hier begleiten. Wissenschaftlich begleiten und an der Stelle gilt es nochmals Dank zu sagen, Dank dem Abgeordneten Jan Metzler, der sozusagen den Einzelhandel in der Arbeitsgruppe Wirtschaft vertritt, Herrn Joachim Pfeiffer als Leiter der Arbeitsgruppe, aber auch den Teilnehmern der Fachgespräche und auch den Teilnehmern, die heute nicht hier mit auf dem Panel sitzen, aber heute hier sind, zum Beispiel Herr Christian Kries von Kries Deko, Frau Dr. Sasser von Otto, der Nils Fischer von Lieferi oder der Thorsten Hermes von Google, um nur einige zu nennen. Dem Einzelhandel. Jetzt ist ganz vieles im ersten Panel bereits gesagt worden. Ich bin eher gewohnt, Präsentation zu halten als reden. Was macht man jetzt mit den Inhalten, die bereits zu Genüge diskutiert sind? Ich probiere sie auszuklammern, um ein bisschen zeiteffizient zu werden. Dass sich der Einzelhandel verändert, dass wir uns in einem Epochenumbruch befinden, das wurde bereits angesprochen, zeigt aber insbesondere auch, wenn Sie sich einmal die letzte Woche vor Augen führen. Das Online-Kaufhaus Amazon, haben wir heute bereits mehrfach gehört, eröffnet den ersten physischen Lebensmittelladen ohne Kasse. Die seit 1879 bestehende Schuhmanufaktur Heinrich Dinkelacker fusioniert mit dem 2008 gegründeten Online-Schuhhändler Schuhpassion. Der Distanzhändler Otto vermietet Waschmaschinen, statt sie zu verkaufen. Der ehemalige Vorzeigehändler Strauss Innovation meldet Insolvenz an und wird zerschlagen, weil es keinen Investor gibt. ATU entgeht dem gleichen Schicksal nur knapp. Und das war eine Woche Einzelhandel. Dennoch, wir müssen uns als Händler leider selber eingestehen, und das, man muss auch irgendwann mal Selbstkritik üben dürfen, ist der Einzelhandel nicht gerade von einer überragenden Umsetzungsdynamik und Strategiekompetenz geprägt. Häufig muss man sagen, dominieren unsere Anstrengungen Kostenreduktion, Prozessstandardisierung, Zentralisierung, überwiegt doch eine deutliche Effizienzfokussierung den Effektivitätsgedanken, die strategische Ausrichtung. Und vor dem Hintergrund möchte ich heute mit Ihnen keine generelle Aufklärungsrede über Digitalisierung machen, die Heerscharen von Beratern wahrscheinlich schon oft genug gemacht haben, die Sie gehört haben. Ich würde gerne drei Punkte ein bisschen hervorheben und so detailliert mit Ihnen diskutieren, wie man das eben in 10 Minuten Zeit machen kann. Die drei Punkte sind für mich einerseits, dass die zunehmende Digitalisierung im Einzelhandel klar für einen Epochenumbruch sorgt und dieser Epochenumbruch darin besteht, dass sich Wertschöpfungslogiken grundsätzlich verändern. Das zweite ist, dass die Digitalisierung und damit auch der Onlinehandel auf der anderen Seite nicht den Tod des stationären Handelns bedeuten, sondern vielmehr neue Spielregeln dessen hervorrufen. Und jetzt sind wir im Weihnachtsgeschäft. Im Moment sollte die größte Frequenz des Jahres in den Innenstädten sein. Deswegen auch der dritte Punkt, Digitalisierung und Tod der Innenstadt. Wir brauchen innovative Lösungen, um räumlichen und sozialen Disparitäten von Ballungszentren, kleinen und mittleren Städten und insbesondere dem ländlichen Raum entgegenzuwirken. Lassen Sie mich mit dem ersten Punkt beginnen.
zunehmende Digitalisierung im Einzelhandel sorgt für einen Epochenumbruch. Epochenumbruch in der Wertschöpfungslogiken. Konsumenten und ihre Verhaltensweisen haben sich in den letzten 5 Jahren so stark verändert wie in den letzten 50 Jahren nicht. Klar, Kunden suchen noch immer nach positiven, interessanten Einkaufserfahrungen. Die erwarten Geschwindigkeit, Warenverfügbarkeit, Convenience, einzigartigen Service. Insofern muss man fast sagen, das ist nichts Neues. Handel, Business as usual. Was aber anders ist, ist ihre Toleranz für Einkaufserfahrungen, die nicht ihren Erwartungen entsprechen. Die ist niedriger als je zuvor. Kunden sind dabei kanalagnostisch und die Nutzung von Anwendungssystemen, vor allen Dingen mobilen Endgeräten, führt zu einer Veränderung von Konsum und Verhaltensweisen und das ist wichtig, dem Entfall räumlich und zeitlicher Beschränkung von Angebot und Nachfrage. Kunden werden virtuell, indem sie ihre kompletten Lebensumstände in Daten abbilden lassen. Auch das Thema hatten wir heute zu Genüge. Ja? Daten als neue Währung. Ich möchte später dazu noch mal ein bisschen eingehen. Digitalisierung beschreibt damit und auch die Diskussion, was heißt Digitalisierung, die muss man eigentlich mal führen, weil das müssen wir als Händler auch sagen, seit 1963 digitalisieren wir, das ist die Einführung der Scannerkassen. Produktdaten werden seitdem digital gespeichert. Und wenn wir über Handel 4.0 reden, dann muss auch 3.0 und 2.0 und 1.0 mal erklärt werden. Wir für uns haben in der Studie das so diskutiert, dass wir heute 4.0 haben, eben die Digitalisierung der Lebensumstände. 3.0 war die Digitalisierung der Vertriebskanäle, Online-Commerce. Aus intellektueller Sicht heraus ist das ganze Thema Cross-Channel-Commerce, die Verknüpfung der Kanäle, keine echte Herausforderung mehr. Ich weiß, viele Händler beschäftigen sich damit. Es ist schwierig, die Kanäle zu integrieren. Und Cross-Channel-Commerce ist mehr als eine tolle Webseite, sondern beschäftigt sie vor allen Dingen in ihren Prozessen und IT-Systemen. Digitalisierung beschreibt die Vernetzung von Unternehmen mit ihren Kunden, die Virtualisierung deren Verhaltensweisen und wiederum Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle. 3 Entwicklungen sind dabei für uns relevant, nämlich einerseits der steigende Bedarf nach individualisierten Problemlösungen, dass Informationen zu Wettbewerbsfaktoren werden und da müssen Sie sich vor Augen führen, dass der Datenbestand in Westeuropa sich alle 2,5 Jahre verdoppelt. Und 80% dieser Daten, die da hinzukommen, liegen in nicht strukturierter Form vor. Also beispielsweise, wenn Sie von diesem Forum heute auf Facebook schreiben, wie toll Sie das finden. Und der 3. Punkt ist die Entwicklung von, in Klammern, Datenökosystemen. In naher Zukunft wird das einzelne Unternehmen nicht isoliert im Wettbewerb stehen. Zwischen Unternehmensverbünden wird der Wettbewerb neu ausgetragen. Ressourcen, Daten und Kompetenzen werden unternehmensübergreifend bereitgestellt. Und in dieser zunehmend digitalen, durch eine Allzeitverfügbarkeit von Online-Informationen und Dienstleistungen geprägten Welt können wir fast schon von so etwas wie einer Einkaufspromiskuitivität des Kunden sprechen, wenn die Erwartungen eben nicht erfüllt werden. Die Möglichkeiten Bereitschaft zum Händler- und Markenwechsel, und hier würde ich die Differenz nicht ausmachen, ist nur einen Online-Kauf-Button, eine Webseite, eine App weit weg. 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. An der Stelle hätte ich die Abbiegung gemacht, um auch nochmals auf die Ladenöffnungszeiten hinzuweisen. Da wir das im ersten Panel bereits zu Genüge gemacht haben, erspare ich Ihnen das. Will aber nochmals ganz klar machen auch, dass die Ladenöffnungszeiten und Sonntagsöffnungen weiter verhindern wollen, prinzipiell in der digitalen Welt nichts verstanden haben. Und das wohl tun zum fördergründigen Wohl des Einzelhandels seiner Beschäftigten, aber dann doch zu den scheinheiligen Totengräbern der Branche gehören. Sie haben vorhin in einem Nebensatz gehört, dass 40% der Online-Käufe nach Ladenschluss und an Sonntagen passieren. Wir haben heute Morgen Gespräche geführt, dass die Logistikdienstleister montags der Großkampftag ist. Warum? Weil sonntags so viel bestellt ist und Next-Day-Delivery dann am Montag ausgeliefert wird. In der neuen Handelswelt 4.0 gibt der Kunde seine Bedürfnisse vor und keine archivierten Regularien. Es findet aber ein gewisser, ja, man muss fast sagen, kopernischer Wandel statt. Nicht der Kunde dreht sich um den Händler im Zentrum eines sinnbildlichen Sternesystems, sondern wir müssen akzeptieren, dass sich Händler und Hersteller um den Kunden drehen. Die Fragestellungen, die zentral sind, ändern sich. Es lautet nicht mehr, wie können wir den Kunden dazu bringen, noch mehr bei uns zu kaufen, sondern die
Frage muss eigentlich sein, welche Bedürfnisse hat der Kunde und wie können wir die befriedigen, bevor er weiß, dass er sie eigentlich hat. Wir haben im letzten Jahr eine große internationale Studie gemacht, Retail 4.0, Epochenumbruch im Einzelhandel. Und das Ergebnis ist, dass wir heute sagen müssen und davon ausgehen, dass ein Viertel der deutschen Handelsunternehmen, und das sind genau die, die das Transformationserfordernis noch nicht erkannt haben, in ihrer Existenz gefährdet sind. Und schon bald gehen wir davon aus, oder müssen wir davon ausgehen, dass sich die Versäumnisse der vergangenen Jahre trotz erhöhter Anstrengungen kaum mehr aufholen lassen. Es gibt so etwas wie eine Laggard Penalty. Ja? Wer ja zu spät kommt, das können Sie selbst mit viel Geld nicht mehr gut machen. Die fortschreitende Marktbereinigung bedroht also die Unternehmen, die in einer hohen Kundenzentriertheit, und das sehen wir in einer klaren Opposition und Erweiterung zu einer reinen Kundenorientierung, heute noch keine Bedeutung beimessen. Die Unternehmen, die wir seitens unseres Instituts betreuen und unterstützen, forschungs- und beratungstechnisch, sehen, aus Unternehmenssicht erfordert die Transformation, von der wir heute mehrfach angesprochen haben, dass es eine fundamentale Neuausrichtung von Technologie, Prozess und Entscheidungslandschaften, also der eigenen Organisation im Unternehmen, bedarf. Offene Netzwerke, Plattformen, hochskalierbare und flexible Systeme, stark kundenbezogene, flexible, schnelle Prozesse und Entscheidungen, die auf Kunden-, Kontext- und Peripheriedaten beruhen, auf allen Ebenen jeweils kundenbezogen getroffen werden, charakterisieren den Wandel in Unternehmen. Und dann zum zweiten Punkt. Digitalisierung und Onlinehandel sind nicht der Tod des stationären Handels. Und es geht hier nicht um den einen zu bevorzugen oder den anderen zu benachteiligen. Online oder offline? Eine Frage. Das ist keine Frage von gut oder böse, sondern schlichte Konsumrealität der Konsumenten heute. Dass der Onlinehandel Schuld am Marktausscheiden zahlreicher Händler ist, kann eigentlich als mehr gelten. Heute haben wir einen Online-Umsatz von knapp 12% am Einzelhandel. Wir warten bis 2020 knapp 20%. Der Umsatz, der Hauptumsatz im Einzelhandel, wird nach wie vor stationär gemacht. Allerdings mit sinkender Tendenz und gerade in den innenstadtrelevanten Sortimenten wie Bekleidung, Haushaltswaren, Unterhaltungselektronik. Und so wie wir Handel betrieben haben, ist ein Umdenken nötig, insbesondere was das Rollenverständnis von Filialen angeht. Filialen sind zukünftig kein reiner Transaktionspunkt mehr. Da geht es nicht ausschließlich um Verkaufen. Es ist kein Point of Sale, sondern vor allem die zentrale Kundeninteraktionsstelle in der physischen Welt, ein Point of Situation, wie man es neudeutsch sagen könnte. Und damit müssen wir uns von der klassischen Standortdenke lösen und Ladenlokale dort zeigen, wo der Kunde im Alltag ist. Es geht in der Digitalisierung nicht um Webshops. Es geht darum, wie Sie Ihren größten Assets als stationärer Handel weiter mit Frequenz versorgen. Im Sinne einer, und Sie verzeihen die Anglizismen, einer Mobile-First-Multi-Device-Drive-to-Store-Strategie. Ja. Es geht darum, Produktvielfalt, Produktauswahl und Servicevielfalt zu bieten, die der Kunden in seiner konkreten Situation, sei das Kauf, Informationen, Retoure oder was auch immer, unterstützt. Der Handel muss, und jetzt in Klammern, wieder zum zentralen Problemlöser werden, anstatt nur Versorger standardisierter Produkte und Services. Ein großer Differenzierungsfaktor reiner Onlinehändler war doch auch, dass sie von Anfang an agiler und anpassungsfähiger waren als traditionelle Einzelhändler, klar, ob der Finanzflut, die dann doch häufig da einfach vieles leichter machte, die Finanzierung, die auch zur Zeit gerade besonders leicht zu fallen scheint, der Größe und letztendlich auch, dass man ohne Mühlsteine agieren kann, die wir als traditionelle Händler seit 100 Jahren mit uns zum Teil rumschlägen. Seien das Legacy-Systeme zum Beispiel, soll der ein oder andere Händler haben. Das bedeutet aber, während der Stationäre aktuell dabei ist und wir dabei sind, unsere Kanäle zu erweitern, haben viele Online-Unternehmen diese Online-Denke bereits hinter sich gelassen, sind dabei, durch Personalisierung neue Erlebnisse und Services nah am Kunden zu bieten. Und diesen Schritt müssen auch der klassische Handel noch gehen. Die zentrale Prämisse des zukünftigen Erfolgs ist dabei die Refokussierung. Der Ressourcenshift von Ware und Fläche, das, was wir typischerweise historisch wertgeschätzt haben, zu strategischer Mitarbeiterentwicklung und zielgerichteten Informationen.
althergebrachte Ressourcen wie Warenbestände und Sortimente verlieren in einer Welt, wo physische und virtuelle Kaufprozesse verschmolzen sind, an Bedeutung. Sinkende Warenbestände sind die Folge passgenauer Prognosen, abnehmende Verkaufsfläche, die von sinkenden Warenbeständen. Attraktive Sortimente und ansprechende Warenwelten lassen sich aber dabei ohne ausgesprochene Service- und Analytikkompetenz unserer Mitarbeiter nicht mehr realisieren. Und reichen Informationen über Kunden, ihre Lebenswelt, Bedürfnisse und Verhaltensweisen nicht mehr nur aus, sie zu besitzen, sondern sie müssen auch in operative Prozesse kontinuierlich rücküberführt werden. Es entstehen damit neue Kompetenzprofile, unter anderem nicht nur die längst überfällige Anpassung des Manteltarifvertrags notwendig machen und alternativlos machen, sondern auch erfordern, dass wir neue Ausbildungs- und Qualifizierungserfordernisse haben, im Handel generell. Und im Zuge der Individualisierung des Verkaufs wird Personal zur zentralen Ressource. Ein Verständniswandel muss sich dabei auch bei klassischen Händlern vollziehen. Personal ist kein Kostenfaktor, Personal ist Umsatz- und Loyalitätstreiber. Informationen über Kunden und Bestände sind dabei, und das haben wir mehrfach diskutiert, nicht nur wichtige Ressource, sondern letztendlich der Transformationstreiber. Und jetzt kommen wir zu einem letzten Punkt, der mir persönlich ganz besonders am Herzen liegt, nämlich Innenstädte und Digitalisierung. Und wir haben das in unseren Fachgesprächen immer wieder in verschiedenen Dimensionen gemeinsam diskutiert. Wir brauchen innovative Lösungen, um ein drohendes Auseinanderdriften unserer Bevölkerung und der Lebensumstände zu verhindern. Weil wenn wir über Digitalisierung des Einzelhandels sprechen oder Digitalisierung generell, vergessen wir doch häufig, dass die Innovationsleistungen, und jetzt beziehen wir uns ausschließlich auf den Handel, doch fast ausschließlich sich auf große Städte beziehen. Daneben suchen zwar auch Online-Player stationäre Ankerpunkte, die aber ebenfalls meist in repräsentativer Lage mit hoher Zentralität und hoher Frequenz. Gleichzeitig sterben Kernversorger im ländlichen Raum kontinuierlich aus. Eine wohnortnahe Versorgung ist dort immer weniger gegeben. Mobilität wird zunehmend die grundlegende Voraussetzung, überhaupt den eigenen Bedarf decken zu können. Und nur mal, um ein paar Zahlen zu bemühen, die Anzahl von Bäckern ist von 15.000 in 2008 auf 12.000 in 2014 zurückgegangen. Im gleichen Anzahl hat sich die Anzahl von Metzgern von 16 auf 13.000, von klassischen Gemischtwarenläden von 9 auf 5.000 reduziert, die eben in diesen ländlichen Räumen genau diese Nahversorgungsfunktionen hatten. Zwar entwickeln große Handelsunternehmen kleinformatige Betriebstypen, die potenziell diese Lücke decken könnten, die sich aber nur im begrenzten Umfang durchsetzen und wir eigentlich feststellen müssen, dass sich Handelskonzerne aus der Fläche zurückziehen. Qualitäts-, Zugänglichkeits- und Preiskriterien werden damit zunehmend von der Anbieterseite vorgegeben. Und in Summe müssen wir doch dann fast attestieren, dass wir schon ein partielles Marktversagen haben, dass unsere im Grundgesetz verankerte Leitvorstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse gefährdet ist. In Ballungszentren lässt sich die Verbreiterung von Angebot und Preissenkung aufgrund hohen Wettbewerbs feststellen. In weiten Teilen Deutschlands die Unterversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs droht und sich dort tendenziell höhere Preise feststellen lassen. Wir haben in der Auftragsstudie für die Wirtschaftswoche 2015 uns alle 586 kleine und Mittelstädte Deutschlands angesehen. Und eins der Ergebnisse war, dass sich nur wenige Städte sehr positiv entwickeln, wenn es um die einzelhandelsrelevanten Kennziffern geht. Kleine und mittlere Städte werden gewissermaßen von der Digitalisierung abgehangen. Zwar kann hier Online-Shopping eine gewisse Vielfalt, die von familiär geführten Unternehmen und privaten Einzelhändlern heute nicht mehr geboten werden kann, fast herstellen. Für diese Innenstädte besteht aber in Zukunft die Herausforderung darin, mit vereinten Kräften aller Anspruchsgruppen, also im Stadtmarketing, den Einzelhändlern, Handelsexperten, aber auch den Immobilienbesitzern, kreative Lösungen zu finden, die die lokalen Stärken hervorheben und die Stadt in den Mittelpunkt aller Handlungen rückt und den Einzelhandel dort stärkt, um die Frequenz gerade in kleinen und Mittelständen in der Stadt zu halten. Und eines sei dabei klar gemacht, meine Meinung zumindest, diese Lösungen bestehen dabei weder in restriktiven Ansiedlungspolitiken von zum Beispiel Fachmärkten, noch in kaum umsetzbaren Webplattformen oder regionalen Marktplätzen. Neben finanziellen Anreizinstrumenten, überkommunal planerischen Ansätzen, zum Beispiel zur Verbesserung der Kommunikation und Abstimmung beteiligter Kommunen, gehört dazu auch eine bessere Beobachtung und Steuerung räumlicher Konzentrationsprozesse in dünn besiedelten Gebieten, sowie die Förderung von Mobilitätskonzepten und des lokalen stationären Handels fordern wir vor allen Dingen eins,
das, was Einzelhandel eigentlich typischerweise war, das Abkehren, das, oder sagen wir so, das Zusammenhandeln, ja, die Veränderungsbereitschaft der dort in diesen Bereichen angesiedelten Händler zu forcieren und zu verstehen, dass Einzelhandel nicht einzeln handeln bedeutet. Wir haben im ersten Panel auch schon über die Rolle von Verbundgruppen gesprochen. Ich möchte darauf nochmals hinweisen, dass wir 90% des deutschen Einzelhandels sind Kleinbetriebe, eigentümergeführte Unternehmen. Und die Verbundgruppen im Einzelhandel, denen kommt dabei eine ganz zentrale Rolle zu. Zugegebenermaßen, und wir hatten vorhin den Einwand, haben selbst die Verbundgruppen noch einen zum Teil doch weiten Weg zu gehen, ihre Geschäftsmodelle anzupassen, zu digitalisieren, sind aber dann doch die einzigen, die dem eigentümergeführten Mittelstand den Weg in die digitale Zukunft ermöglichen kann. Und in diesem Sinne waren das die drei Punkte, die ich mit Ihnen vorstellen würde oder mit Ihnen diskutieren wollte, einen Impuls geben wollte. Und an der Stelle verbleibt mir noch eines, so kurz vor Weihnachten, Ihnen für die letzte Woche Weihnachtsgeschäft noch gute Umsätze zu wünschen. Dankeschön. Herr Vorsitzender, liebe Joachim, liebe Kolleginnen, Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst einmal ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite zum zweiten Teil. Und lassen Sie mich zunächst einmal feststellen, dass es eine Ehre ist, Sie allesamt heute hier willkommen heißen zu dürfen, auch vor dem Hintergrund, dass es ja eine sehr arbeitsintensive Zeit für den Handel ist. Sie geben uns die Ehre und das ist wiederum uns eine große Ehre. Im zweiten Teil wollen wir zunächst einmal Danke sagen an Professor Funder für den Impuls, der mit Sicherheit die eine oder andere Frage erneut aufgeworfen hat, die es lohnt zu diskutieren und gemeinsam anzugehen. Und ich möchte auch gleichsam Danke sagen für die wissenschaftliche Begleitung über die letzten Monate, die wirklich sehr, sehr gut und gelungen ist. Dankeschön dafür. Ich darf mit Blick auf das zweite Panel, das wir jetzt anstreben, mit dem Titel Wo und wie kaufen wir ein und was bedeutet das für die Branche, in unserer Runde vier weitere Panel-Teilnehmer hier willkommen heißen. Ich darf sagen, Ladies first, ich freue mich über ein herzliches Willkommen an die Immobilienexpertin Christina Hager, Geschäftsführerin der Redus Retail GmbH sowie Vorstandsmitglied des German Council of Shopping Center. Herzlich willkommen. Ebenfalls ein recht herzliches Willkommen an Franz Reinhard Happel. Er ist Beigeordneter und Sprecher des Städte- und Gemeindebundes und seine Einschätzung ist uns mit Sicherheit einen weiteren Impuls an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr wertvoll. Ich begrüße Arndt Brockmann, ist Vorstandsmitglied von Esprit mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im internationalen Mode- und Bekleidungsbereich, wird er uns sicherlich einiges gerade zum Thema stationär und Online-Vertrieb sagen können. Herzlich willkommen an Sie. Last but not least darf ich Herrn Martin Groß-Altenhausen, den stellvertretenden Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel, vorstellen. Er ist zudem Dozent an der Digital Business School der Steinbeis Hochschule Berlin mit Schwerpunkt Online-Strategie. Wir freuen uns auch auf Ihren Input. Wir wollen es wieder so handhaben, dass wir zunächst 5 Minuten Statements von unseren Panel-Teilnehmern hören und dann im Anschluss das Podium wieder öffnen für gemeinsame Impulse, für gemeinsame Diskussionsbeiträge und würden dann in der Reihenfolge, sehr geehrte Frau Hager, mit Ihnen beginnen, über Sie, Herr Happel, dann überleiten an Herrn Brockmann und dann den Abschluss machen mit Herrn Groß-Altenhausen. Und insofern sage ich, Ladies first, sehr geehrte Frau Hager, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Es muss ja auch mal einen Vorteil haben, Frau zu sein in einer solchen Runde. Ja, insofern, ich darf Sie auch alle recht herzlich begrüßen. Ich glaube, die Runde ist sehr spannend. Ich glaube, uns allen hier auf dem Panel hat das aber auch gezeigt, dass die Themen eigentlich alle ineinander fast verschmelzen, muss man fast sagen, weil das eine nicht losgelöst von dem anderen zu betrachten ist. Insofern freue ich mich auch von unserer Seite. Ich darf hier heute den German Council vertreten. Nichtsdestotrotz, mir ist ein Thema direkt aufgefallen, die Real Estate-Seite, die ich, also ich habe ja auch noch einen Job, neben meinem Ehrenamt dort zu vertreten, die haben wir noch gar nicht so richtig diskutiert. Nämlich, was heißt dieses Thema Digitalisierung für den Immobilienbesitzer? Am Ende des Tages für Mieten, die ja immerhin irgendwann faktorisiert verkauft werden. Nämlich, wo wird Umsatz gemacht? Wo ist die Beeinflussung? Ich glaube, das ist ein Thema,
was wir hier noch gar nicht aufgenommen haben. Und wenn ich an die letzten Worte von Herrn Mund, glaube ich, war es, denke vorhin im Sinne von, haben wir die richtigen Kompetenzen und Fähigkeiten, auch die entsprechenden Regulierungen zu schaffen, wäre mein Appell, auch ein paar, wie gesagt, größere Immobilienbesitzer hier auch mal in die Runde mit reinzunehmen und zu öffnen, weil ich glaube, was die zu sagen haben, gemeinsam mit den Händlern, ist auch eine sehr, sehr wichtige Komponente. Ja, insofern, in einer Welt, in der sich Stück für Stück die Digitalisierung durchsetzt, ist es schwer, heute vorauszusagen, was übermorgen geschehen wird. Grund hierfür ist die rasante Geschwindigkeit, mit der nahezu täglich irgendwo weltweit ein Stück der alten Welt in die digitale Welt überführt wird oder sogar vielleicht schlichtweg gnadenlos ersetzt. Wir Menschen, Kunden, sollen und wollen davon profitieren. Bei manchen Anwendungen ist im Sinne einer, in Tüdelchen, Nutzenstiftung aber auch berechtigter Zweifel angebracht. Dennoch müssen wir auch zur Kenntnis nehmen und vor allen Dingen akzeptieren, dass ein mündiger Verbraucher ein freier Mensch ist und er auch in Zukunft in unserem Lande tun und lassen kann, was er will und übrigens auch zu welcher Tages- oder Wochenzeit, Tag, Sonntag, Stichwort hatten wir eben auch schon. Sicher, es gibt die gesetzlichen Rahmenbedingungen, und die gesellschaftlichen natürlich auch, die ein faires Miteinander regeln sollen. Aber greifen diese Rahmenbedingungen auch in der neuen digitalen Shoppingwelt? Auch das hatten wir vorhin schon ein bisschen andiskutiert. Wir, der German Council, haben da unsere Zweifel. Von daher möchte und muss ich fast heute für einen Jurist in diesem Panel auf die Frage, wo und wie kaufen wir in Zukunft ein? Und was bedeutet das für Branche, Stadt und Land? Mit einem klassischen, das kommt drauf an, antworten. Insofern gestatten Sie uns den Ausblick für zwei Visionen für eine Stadt im Jahr 2030, vielleicht sogar früher, muss man ja sagen, wird ja immer schneller, die Trendentwicklung, zwei Visionen aufzuzeigen. Vision 1. Eine lebendige und vor allem lebenswerte Stadt der Zukunft steht und fällt mit einem gesunden Einzelhandel. Dies bedeutet, dass ein ausgewogener und bunter Mix an unterschiedlichem Warenangebot und Dienstleistungen angeboten wird. Je größer das Angebot und die Vielfalt ist, desto attraktiver wird die Stadt sein und dadurch in die Lage versetzt, den Bedürfnissen und Wünschen der unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen, ob jung oder alt, ob arm oder reich, gerecht zu werden. Grundlage für diesen Erfolg, und das haben wir auch schon mehrfach gehört, das Wort, ist die neue Chancengleichheit für stationäre Einzelhändler, die auf Augenhöhe mit den reinen Online-Händlern frei entscheiden dürfen, welches Sortiment sie führen wollen und in welcher Geschwindigkeit sie dieses ändern dürfen. In der Zukunft gibt es eine sogenannte Basisöffnungszeit, an die sich alle halten. Ebenso darf jeder Kaufmann entscheiden, wann er sein Geschäft öffnen möchte und wann nicht. Eine innerstädtische Parkzone, in denen Kunden eine bestimmte Zeit kostenfrei parken dürfen, entspannen den Wettbewerb gegen die Auslieferungsfahrzeuge der reinen Online-Händler. Diese müssen zukünftig mit Elektroautos in der Stadt ausliefern und werden mit einer neuen, wieder in Tüdelchen, Online-Handelssteuer belegt, um mit den hieraus resultierenden Einnahmen die Erhaltungskosten für die städtische Infrastruktur fair auf allen Schultern zu verteilen. Ebenso sorgt im Jahr 2030 eine neue, und leider wieder das böse Wort, Digitalsteuer dafür, dass Online-Händler zum Betreiben eines Online-Shops in Deutschland Abgaben zahlen und diese nicht auf irgendwelchen Inseln in irgendwelchen Steueroasen verschwinden. Eine bis dahin umgesetzte deutliche Vereinfachung der Steuersysteme verträgt diese neuen Steuern übrigens. Aber natürlich gilt es weiterhin, weniger Steuern ist immer mehr. Eines ist aber Konsens. Der Online-Handel der Zukunft verpflichtet sich, den gleichen Anteil an den gesellschaftlichen Kosten zu tragen, wie es der stationäre Handel bereits heute tut. Vision 2. Der Einzelhandel der Zukunft und seine hierzu gehörenden Marktplätze wie Einkaufsstraßen, Fachmarktzentren, Shoppingcenter haben eine nahtlose Verbindung zwischen dem reinen Onlinehandel und dem klassischen stationären Handel geschafft. Die neuen Shoppingwelten sind allesamt multichannelfähig. Eine spürbare Anzahl heute noch relevanter Handelskonzepte wird diesen Schritt jedoch nicht geschafft haben. Deren Produkte und Dienstleistungen werden vermutlich von jungen, innovativen Unternehmen neu erfunden. Der Kunde verliert kein Angebot.
Die Digitalisierung erhöht vielmehr die Effizienz und Nachhaltigkeit so, dass eine bessere Ökobilanz durch ein bedarfsorientiertes Angebot, ein ressourcenschonendes Wirtschaften ab der Produktion bis zum Kunden entsteht. Eine an der Wertschöpfung der Digitalisierung orientierte Besteuerung und Arbeitnehmerregelung führt zur Schaffung neuer und fair bezahlter Arbeitsplätze in der Stadt und stellt somit am Ende auch die Steuereinnahmen sicher, die eine Stadt benötigt, um seinen gesellschaftlichen Verpflichtungen gerecht zu werden. Soweit unser Blick in die Glaskugel. Entscheidend ist hierbei nur eins. Es kommt darauf an, dass es der Politik und allen gesellschaftlichen Gruppen gelingt, die hierfür richtigen und vor allem fairen Rahmenbedingungen zu finden und diese auch auszuformulieren. Die Umsetzung erfolgt dann gleich einer Fahrt auf Sicht, da die Geschwindigkeit der Digitalisierung möglicherweise gute Gedanken von gestern schneller in Frage stellen wird, als es heute noch manchmal vorstellbar ist. Starre Rahmenbedingungen sind einerseits Garant für Kontinuität. Andererseits wird die Politik und die Gesellschaft in Zukunft neue Wege gehen müssen, um eine lebenswerte, zukünftig digitale Stadt zu schaffen und zu erhalten. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Hager. Ich gebe direkt nahtlos über an Sie, Herrn Habel. Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ich kann hier nahtlos anschließen. Auch noch mal einen Hinweis, dass Kommunen und Handel eine enge Beziehung haben. Diese enge Beziehung wollen wir fortsetzen, ausbauen. Gerade in Zeiten der Transformation, glaube ich, ergeben sich auch für beide Seiten neue Möglichkeiten. Denn der Handel spielt in der Tat eine zentrale und überragende Rolle für die Städte und Gemeinden. Das zeigt sich schon an der Geschichte. Wenn ich die Hansestädte nur erwähne, geht weiter und hört noch nicht bei der Digitalisierung auf. Auch die Dinge, die folgen werden, wir sind ja gerade schon in der Zukunft angekommen bei 2030, werden auch hier die Verhältnisse wahrscheinlich noch einmal tiefgreifend verändern oder auch dann erweitern. Ohne Handel keine Entwicklung der Städte, ohne Handel keine Lebensqualität in den Kommunen und ohne Kommunen kein Handel. In der Tat ist der Einzelhandel im Umbruch, das haben wir heute schon mehrfach gehört. Dieser Umbruch wird radikal sein. Drei Gründe dazu. Einmal geht es um den demografischen Wandel, auch gerade was den ländlichen Raum betrifft. Es geht um ein anderes Kundenverhalten, was Breite der Auswahl, was Qualität und Verfügbarkeit von Produkten, aber auch Lieferung von Produkten betrifft. Und es geht vor allen Dingen um die Digitalisierung. Die Geschwindigkeit gerade der Digitalisierung, der Veränderungen, die dadurch entstehen, sind so gigantisch, dass wir in der Tat von Disruption, von Transformation sprechen können. Und Deutschland ist heute schon Europameister im Onlinehandel mit etwa 42 Milliarden Umsatz pro Jahr. Die Zahlen nehmen weiter zu. Wir leben in einer datengetriebenen Welt. Plattformen entstehen. Das wird besonders natürlich im Handel und im Verkauf deutlich. Wir haben datengetriebene Logistikmodelle, sind auf dem Vormarsch. Amazon berechnet in der Tat und andere auch aufgrund von Vorhersagen Kaufwahrscheinlichkeiten und order dann Produkte sozusagen, verlagern sie vor an eine Nähe, wo der Kunde vermutlich kaufen wird. Ich habe vor wenigen Tagen ein MacBook gekauft, wahrscheinlich werde ich hier irgendwann Zubehör kaufen und man weiß jetzt schon, dass ich das tun werde und lagert diese dann zu kaufenden Produkte wahrscheinlich jetzt nicht in Frankfurt oder München, sondern möglicherweise hier in der Nähe von Berlin. Wo, wann, wie und was verkauft wird, hängt in der Tat heute umfassend von Informationen ab, die miteinander in Verbindung und Beziehung gesetzt werden. Algorithmen machen die Geschäftsmodelle, das gilt besonders für die Großen der Branche. Über Innovationen haben wir hier auch schon im Einzelnen gesprochen. Datenauswertung ist das eigentliche Geschäftsmodell auch des Handels in der Zukunft. Und die Frage ist, wie weit kann auch der Mittelstand hier mithalten? Das heißt, wir brauchen mehr Datenkompetenz auch in allen unseren Branchen, in den Unternehmen, natürlich selbstverständlich auch mehr Datenkompetenz in der Politik und auch in der Kommunalverwaltung. Viele Fragen stellen sich, die nach Antworten suchen und diese Antworten sollten wir gemeinsam finden. Was bedeutet der Wettbewerb zwischen stationärem Einzelhandel und Onlinehandel? Wie sieht die Nahversorgung auf dem Land aus? Veröden unsere Innenstädte? Sind 50.000 Läden in Gefahr, wie wir den Medien
entnehmen können. Welche Rolle spielt die Logistik im Zeitalter der Vernetzung? In einigen Städten entstehen sogenannte City Hubs. Das sind sozusagen Lagerstätten, die aus den Güterverteilzentren bedient werden und wo dann die Verteilung der letzten Meile teilweise mit Fahrradkurieren, mit E-Bikes vorgenommen wird. Auch hier eine andere Form der Nutzung von Immobilien in den Städten, um nah mit Produkten auch beim Verbraucher zu sein. Die Frage ist, hört das bei Same-Day-Delivery auf oder geht die Entwicklung weiter in eine Sofortness? Ein neues Wort, Sofortness heißt eine Lieferung, die ich jetzt hier ordere, habe ich 2 Stunden später bei mir in Steglitz, dort wohne ich sozusagen an der Haustür. Das heißt, das ist noch lange nicht das Ende. Und jetzt kommt die zentrale Frage, meine Damen und Herren, was bedeutet das eigentlich alles für unsere Kommunen? Welche Gestaltungsmöglichkeiten haben wir noch, diesen Prozess überhaupt zu beeinflussen, wenn wir das denn wollen? Spielt in einer datengetriebenen Welt das Baurecht und das Planungsrecht noch eine entscheidende Rolle? Kann ich als Kommune damit Veränderungen überhaupt steuern mit diesem Rechtssystem? Die Antwort lautet, das Bau- und Planungsrecht alleine wird nicht mehr ausreichen. Aber, jetzt kommt die gute Nachricht, wir haben natürlich Gestaltungsmöglichkeiten. Wir müssen kreativ an die Dinge herangehen. Das heißt zum Beispiel auch experimentieren. Wir sind eingebunden als Deutscher Städte- und Gemeindebund in das Projekt Digitale Dörfer in Rheinland-Pfalz, wo an 2 Orten Logistiksysteme erprobt werden mit Bürgern. Bürger bringen anderen Bürgern Dinge mit, Plattformen entstehen. Ein solches Projekt wird jetzt unter E-Dörfern auch in Bayern praktiziert, um mal herauszufinden, lässt sich da auch eine neue Mitmachkultur im Sinne von Gemeinsinn, von Bürgerengagement im Einzelnen aufbauen. Online wird nicht verschwinden, das geht nicht mehr weg. Wir hörten heute Vormittag, ob man es abstellen kann oder nicht abstellen kann. Das geht natürlich nicht. Entscheidend wird sein, wie können wir beide Welten sozusagen, online und offline, miteinander verbinden. Und dazu sind notwendig digitale Infrastrukturen. Breitband, ich kann nochmal dafür werben, auch wenn ich es schon 100-mal gesagt habe oder es mehrfach gesagt wird, Breitband ist die Lebensader auch in der Wirtschaftswelt von morgen. Und das gilt für jedes Dorf, für jede Stadt. Deswegen müssen wir hier auch von staatlicher Seite, von kommunaler Seite, was ja auch getan wird, in wesentlichen Formen investieren. Wenn sich zum Beispiel der stationäre Handel und der Service sich verändern und Beratung von Kaufentscheidungen vor Ort ausgebaut werden, ist das natürlich auch ein Prä für den stationären Handel. Aber das geht auch nur, wenn Sie beraten und informieren wollen, wenn Sie Zugriff auf Informationen haben. Also brauchen Sie auch als ganz normaler stationärer Einzelhändler Netzanbindung, Netznutzung, um den Kunden ganzheitlich in vielen Fragen auch der Nutzung von Produkten auf dem Laufenden zu halten und ihn zu informieren. Beispiel Apotheken, ich sage es ganz deutlich, die jetzt angedachte Verbotsregelung des Versandhandels halte ich für falsch. Besser wäre es zum Beispiel persönliche Beratung oder Notfallversorgung mit Arznei, mit einem Aufschlag vor Ort zu versehen und damit Apotheken auch zu stärken, wenn man das denn will und wenn es auch nötig sein sollte. Die zentrale Frage lautet, meine Damen und Herren, hat der stationäre Einzelhandel in den Städten im Zeitalter der Digitalisierung eine Zukunft? Und ich sage ganz klar ja, aber mit einem Komma, wenn er sich verändert. Was heißt denn das? Das heißt, Informationen über Verfügbarkeiten sind notwendig. Fahre ich in die Stadt hinein vom Randgebiet? Gibt es ein Produkt in der Stadt? Ich habe auch die Lösung für das sogenannte Kauderhemd, was wir eben gehört haben. Natürlich wäre es schlau, wenn der Verkäufer sagen würde, hey, Ihre Größe haben wir nicht, aber 4 Kaufhäuser weiter gibt es Ihre Größe. Ich schaue gerade meinem Rechner nach. Wollen Sie es haben? Sie bekommen das Hemd heute Abend geliefert, zahlen können Sie bei mir. So ein Verbundsystem, eine Vernetzung auch der Unternehmen, des Handels untereinander, würde allen helfen. Ansonsten geht er ins Internet und bestellt es irgendwo anders. Mitmacht, müssen Sie mal fragen. Das werden wir dann in den weiteren Rechtsfragen, die entstehen und beantwortet werden müssen, natürlich klären. Dazu braucht es eben lokale Vernetzung auch der stationären Handelseinrichtungen. Denkbar sind Services wie die Privilegierung beim ÖPNV, dass ich als Handel sozusagen auch jemand ein ÖPNV-Ticket schicke, wenn du zu mir kommst, kostenlos. Die Dinge sind heute elektronisch als E-Ticket verfügbar, ist ein Beispiel. Ich kann mit Parkplätzen, mit Sondermöglichkeiten auch hier, denke ich, das ein oder andere an Privilegien, ich sage das Wort ganz bewusst, auch um Leute in die Stadt zu locken, auch vielleicht gestalten. Es geht um Aufbau lokaler Plattformen, wo sich eben auch der lokale Handel in seiner Eigenschaft als stationärer Handel sichtbar macht
und zeigt. Städte können diesen Prozess unterstützen. Stadtzentren können belebt werden durch mehr Attraktivität, durch ein kommunikatives Ambiente, auch beim Kaufen. Das sind dann Fragen der Stadtplanung, einer integrierten Stadtplanung, einer integrierten Stadtentwicklung, wo diese Elemente mit eingebunden werden. Es geht um Moderation, auch von unserer Seite, Einrichtungen, Handel, Verbraucher, weitere Logistikunternehmer zusammenzubringen. Es geht um Schaffung von Digitalkompetenz auch in der Kommunalverwaltung und es geht um Leitbildentwicklung. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt hier auch, eine Bereitschaft zu entwickeln in den Kommunen, sich auf diese neue Welt einzulassen. Man könnte beispielsweise eine jährliche Retail-Konferenz machen, anstatt nur immer zum Jahresanfang alle Unternehmen einzuladen und das frohe neue Jahr sich zu wünschen, vielleicht auch mal zusammenzukommen. Was können wir tun, um uns hier neu aufzustellen in der Lokalität? Und da würde ich gleich Digitalunternehmer mit einladen. Da würde ich Start-ups mit einladen in dem Ort, die vielleicht Interesse haben, eine lokale App zu entwickeln. Das heißt also auch hier aus alten Denkmodellen, glaube ich, rauszugehen. Noch ein Wort zu den Ladenöffnungszeiten. Da werde ich gleich sofort nachgefragt, vermute ich mal. Also der Deutsche Städte- und Gemeindebund ist für eine weitgehende Liberalisierung des Ladenschlussgesetzes. Kommunen sollten in Abstimmung mit den beteiligten Akteuren vor Ort entscheiden, wann, wie, wo, welche Läden aufgemacht werden, wobei man bei der Sonntagsöffnung durchaus auch andere Auffassungen vertreten können. Meine Damen und Herren, zum Schluss, ich glaube, Deutschland hat in der Tat kluge Leute, die sitzen hier im Saal, die sind im Handel und die sind bei den Kommunen und schlau wäre es, dieses Potenzial an Kreativität auch zu nutzen. Ich glaube, wir müssen mutiger vorangehen, einige Dinge mal ausprobieren und schauen, was passiert denn da, um einfach auch dieser internationalen Entwicklung, die ja heute schon mehrfach dargestellt worden ist, glaube ich, aus unserer Vielfalt, aus unserer Chance, hier auch der Kleinräumigkeit, das zu einem, wenn man so will, auch Entwicklungssegment zu machen. Und das geht nur, indem wir untereinander uns Fragen stellen und mutig an die Dinge rangehen und das auch auf regionaler, lokaler Ebene. Dazu möchte ich Sie ermuntern. Vielen Dank, dass Sie mir so geduldig zugehört haben. Herzlichen Dank, Herr Happel. Herr Bruckmann, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ich möchte mich der Eingangsfrage, die wir haben, in zwei Teilen nähern. Und wenn ich das tue, glauben Sie mir, auch wenn es vielleicht mal so klingen mag, als ob ich eine Präferenz für den einen oder anderen Kanal habe, ich tue das als echter Omnichanneler. Wir vertreiben unsere Produkte in eigenem Stationärhandel, in eigenem Onlineshop, über Stationärpartner und auch über die großen Online-Plattformen. Die Frage, wo und wie wir einkaufen, kann man abstrakt so beantworten, wie immer in der Vergangenheit auch, da, wo der Konsument der Meinung ist, dass er das, was er gern haben möchte, am einfachsten, schnellsten, bequemsten und günstigsten bekommt. Auf der Ebene ändert sich erstmal nichts. Aber konkret sehen wir, dass in den letzten Jahren schon enorme Veränderungen passiert sind und die sich auch weiter fortsetzen, die sich tatsächlich revolutionär fortsetzen. In den fast 20 Jahren, die ich in dem Bereich arbeite, ist der gesamte Marktvolumen für Bekleidung in etwa stabil geblieben. Wir haben aber in dieser Zeit Stückzahlzuwächse in zweistelliger Höhe. Das heißt, der Preisverfall pro Stück ist greifbar und unumkehrbar. Wir haben eine Konzentration, die massiv zunimmt auf die starken Player. Wir haben ein Flächenwachstum von etwa 30% gesehen. Und wir haben eine Abwanderung, eine Rückwanderung in den Distanzhandel von früher Katalog, jetzt in Internet, die sich in den letzten Jahren auf fast 20% am Gesamtvolumen verdoppelt hat. Die Frage ist also, wie kaufen wir in der Zukunft unter diesen Gesichtspunkten ein? Vielleicht gehen wir mal gemeinsam auf eine kurze Reise am Samstag für die Familie in die Stadt oder auch abends nach Feierabend noch schnell was erreichen, bevor der Ladenschluss greift. Das fängt an mit einer Zufahrt in eine meist durch Feierabendverkehr belegte Stadt oder ansonsten auch am Samstag mit dem Shoppingtourismus. Die Suche mit dem Parkplatz, der ist immer kostenpflichtig und im besten Fall hinterher auch noch strafbewehrt, wenn man etwas ungenau geparkt hat und auch das Timing der Parkuhr nicht richtig getroffen hat. Dann ist die Frage, wo parke ich, um alle Einkaufsstätten abgehen zu können und wie kriege ich meine Einkäufe hinterher nach Hause am einfachsten. Dieses Thema ist ein klarer Indikator, Convenience treibt den Kunden schon immer, seit jeher. Das erklärt auch den Erfolg der Shoppingcenter in den letzten Jahren, weil dort viele der Themen, die eine Innenstadt zu lösen hatte, für den Konsumenten abgegriffen und erledigt sind. Und so oft das Shoppingcenter in einer gewissen Weise im Wettbewerb mit der Innenstadt stand,
kann es sein, dass aufgrund der Situation, die wir jetzt sehen, vielleicht das erste Mal ein Schulterschluss passieren kann, weil gemeinsame Interessen vertreten werden müssen. Ich habe schon gesagt, wir haben diese zweistelligen Frequenzverluste, die seit Jahren dafür sorgen, dass Druck auf die Flächen und auf die Verkaufsflächen herrscht. Das Ganze, was wir sehen, erfordert eine Transformation des Handels in mindestens zwei Fragen, die für uns enorm wichtig zu gestalten sind. Das ist einmal die Frage der Handel als Mieter, aber auch die Frage des Handels als Arbeitgeber. Als Arbeitgeber vielleicht mal, ich weiß nicht, ob jedem bewusst ist, dass der Handel vielleicht einer der meritokratischsten Arbeitgeber ist, die wir da haben. In unserem Unternehmen im Handelsbereich arbeiten Führungskräfte und verantworten kleine Unternehmen, eine Filiale mit bis zu 50, 100 oder 150 Mitarbeitern mit 10, 12, 15 Millionen Euro Umsatz. Und dort ist es unabhängig davon, was für Schulbildung, Ausbildung, Universitätsstudium. Das sind Seiteneinsteiger, das sind Leute, die haben es über Arbeit auf der Fläche geschafft. Und in diesem Aspekt wird, glaube ich, die Integrationskraft des Handels oft unterschätzt und nicht wahrgenommen. Das Berufsbild, wie es in den Diskussionen ist für den E-Commerce-Kaufmann, wird meiner Meinung nach ganz andere Anforderungen haben als das Berufsbild des Kaufmanns im Einzelhandel. Und die Frage ist ja, wie wir jetzt schon Weichen stellen können, dass mehr und mehr junge Leute die Anforderungen erfüllen können, dafür in einer digitalen Welt einen ähnlichen Karriereweg hinzulegen, eine ähnliche Integration auch in das Arbeitsleben, in ein hochwertiges Arbeitsleben zu erleben, wie es im stationären Einzelhandel der Fall war. Der zweite Aspekt, der mindestens so viel Augenmaß und Vorausschau in der Gestaltung erfordern wird, ist der, den viele der Immobilienvertreter, Immobiliendienstleistervertreter, die ich gesehen habe, bestätigen können. Denn die Revitalisierung von abgestorbenen Städten oder Stadtteilen oder auch von einem abgestorbenen Shoppingcenter ist ein enormer Kraftakt mit meist ungewissem Ausgang. Und die Thematik Immobilie betrifft ja nicht nur institutionelle Anleger, sondern auch das Thema Altersvorsorge oder auch Familienvermögen an verschiedenen Städten. Die zweistelligen Frequenzverluste, die Flächenausweitung und steigende Mieten sind eine Gleichung, die nur schwer unter einen Hut zu bekommen ist. Wir haben die schon mehrfach diskutiert. Und wenn sich in der Ertragskraft von Immobilien grundlegend etwas ändert, haben wir weitreichende Konsequenzen in verschiedenste Bereiche unserer Gesellschaft hinein. Und um es Ihnen plastisch zu machen für Sie als Konsument, können Sie sich einmal fragen, wie schön ein Weihnachtsmarktbesuch dieser Tage wäre, wenn die Kulisse für so einen Weihnachtsmarkt zugeklebte Fassaden sind oder eben auch die Lichterketten fehlen, die in der Regel vom stationären Handel subventioniert und gesponsert werden. Danke. Herzlichen Dank, Herr Bruckmann. Sehr geehrter Herr Groß-Albenhausen, Sie haben das Wort. Gerne, vielen Dank, Herr Metzler. Ja, meine Damen und Herren, so zum Abschluss von so vielen Impulsen zu stehen, ist nicht ganz einfach. Ich möchte aber vielleicht ein bisschen mal das Bild korrigieren, was zum Teil hier entstanden ist. Nämlich, wenn ich gehört habe, dass hier der Onlinehandel als jemand dasteht, wo keine Steuern gezahlt werden, wo vielleicht minderwertige Arbeitsplätze entstehen, dann möchte ich Sie daran erinnern, dass ein Großteil des Umsatzes in unserer Branche von über 50 Milliarden Euro erwirtschaftet, hier in Deutschland erwirtschaftet wird, von deutschen Unternehmern, die vollständig Steuern zahlen, die gute Arbeitsplätze schaffen. Und ich denke, das muss auch mal gesagt werden. Ich will das auch verdeutlichen, dass das nicht eine Geschichte ist, die sich in Innenstädten oder vielleicht so als ein Stadt-versus-Land-Widerspruch irgendwie entwickelt. In der Vorbereitung des Ausbildungsberufs E-Commerce-Kaufleute, den wir mit Unterstützung und in guter Zusammenarbeit mit HDE und BGA tatsächlich auf den Weg gebracht haben. Also in der Erarbeitung dieses neuen Berufes haben wir mal geschaut, wo sitzen eigentlich E-Commerce-Unternehmen. Und ich kann Ihnen sagen, dass es nicht eine einzige zweistellige Postleitregion gibt, wo nicht ein Internet-Millionär, also E-Commerce-Millionärsunternehmen oder ein Unternehmen sitzt, was mehrere Millionen Euro Umsatz mit dem Internet per E-Commerce macht. Das heißt, wenn Sie über E-Commerce sprechen, Stadt, Land, dann sprechen Sie über Ihre Nachbarn, dann sprechen Sie über diejenigen, die auch in die Städte gehen. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn ich war kürzlich in Bayreuth. In Bayreuth wurde mit viel, viel Geld die gesamte Entwicklung, die eigentlich notwendig gewesen wäre, verschlafen. Hat viel Geld investiert in bestimmte Industrien, die in dem Moment als Steuervorteil weg waren, abgebaut wurden und nach Osteuropa verlagert wurden. Und in der gleichen Zeit ist ohne einen Pfennig steuerlicher Unterstützung ein Unternehmen mitten auf der weit weg sozusagen, im Niemandsland zwischen Bayreuth und Nürnberg entstanden, was heute über 100 Millionen Euro Umsatz macht. Ja?
und Arbeitsplätze schafft. E-Commerce-Umsatz. Und übrigens, nur damit da nicht der Eindruck entsteht, das sei jetzt ein Unternehmen, was das aus eigener Kraft hätte schaffen können, was die Skills angeht. Dieses Unternehmen konnte wachsen, weil es eine Plattform wie eBay gibt und weil es eine Plattform wie Amazon gibt. Das muss man auch mal sagen. Das heißt, hier entsteht sehr, sehr guter Umsatz und sehr, sehr gute Arbeitsplätze. Und das ist auch dank der Plattform, auch dank eBay. Das kann man Herrn Linden auch mal sagen. Mir ist das sehr wichtig, dass man darauf hinweist, denn diese Veränderung, die wir im Markt haben, die können wir so behandeln, dass wir sagen, wir gehen jetzt auf Abstand und versuchen, das einzudämmen alles, oder wir wagen es, uns wirklich mal der Digitalisierung zu öffnen und diese Plattformen, die es gibt, auch so zu nutzen, wie sie tatsächlich von den Kunden heute erwartet werden. Und da gibt es Beispiele, und ein Beispiel aus Berlin, das wirklich auf die Region und auf die kleinen Kommunen einzahlt, ist das Beispiel, was Zalando macht. Was macht Zalando heute? Zalando sucht verzweifelt im ganzen Land Händler, die IT-mäßig wenigstens in der Lage sind, ihren Warenbestand mit auf die Plattform zu geben, rein virtuell. Denn das haben wir ja gelernt, das hat Herr St. Johann so richtig gesagt, diese Entbündelung von Information, Ware und Transaktion ist ein elementares Beispiel dessen, wie sich die Digitalisierung auswirkt. Also Zalando sucht solche Unternehmen, die einfach auf der Plattform mit ihre Verfügbarkeiten angeben und das Ganze in Zukunft einfach, wenn eine Bestellung hier bei Zalando eingeht und der Kunde sitzt aber ein paar Kilometer entfernt von diesem kleinen Händler und der Händler hat sein Warensortiment auf Zalando verfügbar gestellt, kann der Händler sagen, Moment, hier, ich habe die Ware, ich verschicke lieber Zalando das Paket für dich, ich packe es für dich. Natürlich will Zalando, dass es sein Kunde bleibt, aber der Kunde war ja schon bei Zalando. Aber es ist ein klares Beispiel dafür, wie das funktionieren kann. Und dafür braucht der Händler gar nicht viel. Dafür muss er nicht anfangen, selber Marketing zu treiben. Das heißt, wir müssen verstehen, dass solche Plattformen, ja, dass solche großen Aggregatoren auch und solche großen Online-Pure-Player häufig die bessere Lösung dafür haben, wie letztlich dann in der Region immer noch Retail-Umsatz bestehen kann oder unterstützt werden kann, als alles das, was ich im Moment sehe. Ein Beispiel dafür, wenn ich mir anschaue, auch ein tolles Projekt, dass eine eBay-Plattform gegründet wird, um eine Stadt in Nordrhein-Westfalen einfach lokal zu unterstützen. Und die erste Bestellung, die eingeht, kommt aus Hamburg. Dann zeigt das, dass einfach der Kunde gar nicht so tickt, dass man jetzt irgendwie noch seinen eigenen lokalen Kreis sehen könnte. Warum sage ich das? Einfach, um Ihnen die Augen zu öffnen, dass wir eigentlich nur eine Aufgabe haben. Und das hat jede einzelne Kommune und jede einzelne Innenstadt. Wir müssen diese Zentralität auch im Hinblick auf Digitalität verstehen. Das heißt, in dem Moment, wenn wir wirklich sagen, wir glauben an Digitalisierung und wir wollen sie und wir fördern sie, dann haben wir die Chance, dass wir die Abwanderung von Kaufkraft, aber auch die Abwanderung von Arbeitsplätzen und die Abwanderung von Know-how verhindern können. Wir haben dafür sind auf dem Weg, diesen neuen Ausbildungsberuf zu schaffen, der einfach auch dem kleinen stationären Handel ermöglichen soll, künftig Fachkräfte zu haben, die bezahlbar sind. Fachkräfte, die nicht einen Bachelorabschluss oder einen Masterabschluss haben. Natürlich ist das dem Vernehmen nach ein sehr IT-lastiger Beruf, das stimmt aber gar nicht. Sie können heute mit einem guten Schulabschluss, auch mittlerem Schulabschluss, durchaus in der Lage sein, dank der fortschreitenden Technologie, die immer einfacher wird, ordentliche E-Mail-Kampagnen fahren oder andere Dinge machen. All das sind Dinge, für die Sie das ist keine Rocket-Internet-Science, sozusagen mal. Das heißt, Sie müssen eigentlich im Handel nicht mehr künftig einen Doktor, der irgendwas einstellen, um überhaupt in diesem Geschäft mitspielen zu können, sondern wir wollen, und das muss eigentlich das Ziel sein, dass Sie mit normalen Menschen, die sich der Digitalität geöffnet haben, auch eine digitale Strategie, und es ist richtig, dass wir die brauchen, umsetzen können in Ihrem Geschäft. Das ist nicht immer so einfach. Wir haben aber ja viele Plattformen, die helfen. Ich habe es dargestellt. Auch viele Unternehmen wie Otto und andere haben mittlerweile sich geöffnet als Marktplätze und unterstützen auch Dritte, die auf ihren Plattformen verkaufen wollen. Das geht aber mindestens so weit, dass man auch das Handwerk ja mit einbeziehen kann. Denn hier passiert die nächste Revolution. Das Handwerk ist noch lange nicht so weit, dass es diese Commerce-Funktion, diesen berühmten dreistufigen Vertrieb, eigentlich digitalisiert hat. Und da wird das Nächste passieren, dass dort eben sehr viel Umbruch passieren wird. Aber darüber können wir sicherlich noch einzeln diskutieren. Ein Wort noch ganz zum Abschluss, weil schon mehrfach dieses Thema Sonntagsöffnung oder anderes angesprochen wurde. Und das darf man mir nicht fehlen. Ganz ehrlich, unsere Unternehmen unterliegen alle den gleichen Gesetzen, die Einzelhändler unterliegen. Wir können nicht am Wochenende öffnen. Nein, das geht nicht. In unseren Logistikzentren arbeitet keiner. In unseren Callcentern arbeitet keiner. Wenn es Waffengleichheit wäre, dann würde ich gerne in den Weihnachtswochen jetzt jedes Wochenende das Logistikzentrum öffnen dürfen und ich würde gerne das Callcenter besetzen dürfen. Es gab dafür bestimmte
Ausnahmegenehmigungen, die sind alle zurückgedreht worden. Und am 1.12.2016 gab es einen Ministerialerlass in Nordrhein-Westfalen, der einem Unternehmen, was dort Mitarbeiter beschäftigt und was sich mit seinem Betriebsrat und allem geeinigt hatte, dass dort am Wochenende gearbeitet wird, weil einfach die Auftragslage so gut ist, wurde das untersagt. Entgegen allem, was man über 10 Jahre gemacht hat. Als wir nachgefragt hatten, woran liegt denn das, wurde darauf verwiesen, naja, im Prinzip sei das Reaktion darauf, dass es so eine Plattform gäbe wie Amazon. Wenn das der Weg ist, wie wir mit Digitalisierung umgehen wollen, dann gute Nacht. Also entweder wir gehen nach vorne und versuchen eine Lösung zu schaffen, die, so wie Herr Habel das angedeutet hat, einfach sagt, wir nehmen die Digitalität hin, wie sie ist und wir unterstützen den Handel, dass er mitspielen kann. Denn eindämmen werden wir es mit so einer Regel nicht mehr. Dankeschön. Herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Große-Altenhausen, und insgesamt ein herzliches Dankeschön für alle Impulse. Meine Damen und Herren, das Wort gebührt jetzt wieder Ihnen. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dafür wollen wir die verbleibende Zeit nutzen. Sagen Sie bitte kurz Ihren Namen und an wen Sie die Frage richten wollen. Wir sammeln das dann jeweils dann vielleicht 3 Fragen gebündelt, und das Wort ist Ihres. Bitte schön. Ja, Herr Nackes von der EDEKA. Die CDU-CSU-Fraktion ist ja doch die Fraktion auch für den ländlichen Raum. Das kam meines Wissens oder meines Verständnisses ein bisschen zu kurz hier. Sie treffen in Ihrem Positionspapier richtige Analysen, was den demografischen Wandel angeht, was die fehlende Wirtschaftlichkeit für die bisherigen Läden dann dort oft angeht, aber auch da zu dem Punkt, dass das natürlich ein Supermarkt beispielsweise oder ein anderer Händler ein sehr sozialer Ort der Interaktion ist. Die Schlussfolgerungen sind meiner Meinung nach, zumindest im Positionspapier, dann doch unzureichend. Da wird dann wieder der Bürgerbus erwähnt, der Bürgerladen oder Nachbarschaftshilfe. Das ist aus unserer Sicht noch nicht bewiesen, dass es da jemals ein wirklich nachhaltiges oder wirtschaftlich tragfähiges Konzept für gibt. Aus unserer Sicht muss es vielmehr in die Richtung gehen, wie es auch der Herr Professor Funder gesagt hat, interkommunale Abstimmungen, interkommunale Netze, Knotenpunkte könnten da eine Lösung sein, wo man eben einen starken, attraktiven LEH beispielsweise ansiedelt. Das lässt eben das Bau- oder Planungsrecht in vielen Fällen noch nicht zu. Und aus unserer Sicht, wenn man nachhaltig eben im ländlichen Raum, und das ist ja immer oft ein Thema, gerade für die Bürger und auch für ihre Wähler, sozusagen die Versorgung dort sicherstellen will oder wieder sicherstellen will, muss man aus unserer Sicht eher in diese Richtung denken, als zum einen romantisch an den Bürgerladen zu glauben, der, wie gesagt, schwerlich funktioniert, und zum anderen nur an digitale Dörfer und den Onlinehandel. Das wäre unser Wunsch, dass man da auch Konzepte, die wir beispielsweise auch schon vorgelegt haben, stärker dran denkt. Vielen Dank. Lassen Sie mich vielleicht ganz kurz diesen Impuls aufnehmen. Als Vertreter eines Wahlkreises, der vornehmlich ländlich strukturiert ist, möchte ich freiweg sagen, lassen Sie uns gerne die Impulse auch bündeln und gemeinsam fortentwickeln. Ich denke, dafür ist diese Plattform hier heute auch geschaffen worden, um genau dieses zu tun. Und da ist der Weisheit letzter Schluss auch im Zweifel noch nicht gefunden, und es ist ein fortlaufender Prozess. Und dafür möchte ich Sie auch allesamt einladen und auch allesamt gewinnen. Aber ich glaube, aus Sicht von Herrn Habel und aus Professor Funders Sicht ergibt sich direkt dann auch noch eine weitere Antwort darauf. Aber ich würde gerne die nächste Frage noch bündeln und dann vielleicht in eine Antwortrunde übergehen. Ja, vielen Dank. Martin Bosselmann, Bundesverband Paket- und Expresslogistik. Unsere Mitglieder organisieren die Transporte. 3 Milliarden pro Jahr, ungefähr 20 Millionen am Tag. Wir haben eine Lösung. Wir mögen beide Seiten gern, den Onlinehandel, aber natürlich auch den stationären Innenstadthandel. Unser Problem ist, dass die Null-Versandkosten-Mentalität unsere Margen, ja, ich sage es so platt und so direkt, versaut. Unser Wachstum ist enorm. Wir haben Wachstum, das kaum eine Branche hat. Im E-Commerce 12-15%, insgesamt 6%. Aber unsere Margen werden immer schmaler. Und von uns wird erwartet, dass wir unsere Leute anständig bezahlen, was wir auch gern machen. Von uns wird erwartet, dass wir Konzepte für die Innenstadt haben, die wir auch haben. Von uns wird erwartet, dass wir Elektrofahrzeuge einsetzen, die wir gern einsetzen würden, wenn die Industrie mehr bieten würde. Sprich, unsere Dienstleistung ist hochwertig, unsere Dienstleistung ist teuer, und wir haben viele, viele Lösungsmöglichkeiten. Aber wir brauchen dafür auch Geld. Und das Problem sind die zu geringen Versandkosten. Was nichts kostet, ist nichts wert. Und darum an alle,
Sie haben das sicher erkannt, aber was für Lösungsmöglichkeiten haben Sie da? Und die Zukunftsvision von Frau Hager finde ich gut. Das wäre eine gute Lösung, wenn die Leute endlich realisieren würden, dass Online-Bestellungen Geld kosten. Vielen Dank. So, dann würde ich zunächst vorschlagen, dass wir die Frage des ländlichen Raumes noch einmal aufgreifen. Und Herr Habel, Sie wollten dazu einen Impuls geben. Ja, vielleicht dazu noch mal ein paar Sätze. Also mehr als die Hälfte der Wertschöpfung in Deutschland wird im ländlichen Raum erzielt. Mehr als die Hälfte der Menschen leben im ländlichen Raum und etwa 55% der 3,5 Millionen Betriebe, die wir haben, sind im ländlichen Raum. Ich denke auch als Antwort darauf, was Sie gesagt haben, wir müssen nicht nur in Silos denken. So ein Begriff wie Bürgerladen, der ist antiquiert. Der Bürgerladen, der hier ansteht oder den man sich vorstellen kann, hat eine ganz andere Funktion. Es geht um Kristallisationspunkte in Dörfern, wo eben mehr passiert, wo Bibliotheken möglicherweise mit 3D-Druckmöglichkeiten für kleinere Unternehmen, die sich dort etablieren, mit einem Bürgerladen, mit Logistikstationen sozusagen neu gedacht und zusammengekoppelt werden. Und das ist eine Frage auch der Vernetzung aus den Bereichen Mobilität, aus dem Bereich Wirtschaftsentwicklung, aus dem Bereich Digitalisierung, sich sozusagen Gedanken zu machen, wie können wir einen solchen Raum vitalisieren, welche endogenen Potenziale sind dort. Natürlich können wir nicht die großen Player dieser Welt in jedes Dorf bringen, das ist irrational, das ist auch gar nicht gewollt. Aber eine Verbindung aufzubauen und auch durch intelligente Vernetzung noch Zusatzattribute und Services zu schaffen, so etwas herauszukomponieren. Ich kam gerade von einer Veranstaltung, da ging es um Bibliotheken, wie die in Zukunft aussehen können, was da passiert. Auch das sind Chancen, die wir im Grunde genommen auch mal aus dem Blickwinkel einer ländlichen Region sozusagen diskutieren sollen. Wobei ich glaube, wenn man mal ganz weit denkt, wir waren eben beim Jahre 2030, ob langfristig diese Definition zwischen Agglomerationsräumen, Stadt und ländlicher Raum überhaupt noch zeitgemäß aufrechterhalten ist, ob die Dinge nicht ganz anders zusammen sich verbinden werden. Aber das ist eine ganz andere Debatte, die jetzt hier nicht sicherlich weiterführen würde. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, die Perspektive 2030 wurde aufgemacht und Herr Bosselmann hat auch entsprechend Bezug genommen auf das, was Frau Hager gesagt hat. Vielleicht von Ihrer Seite aus dazu noch einen Impuls und dann würde ich an Herrn Groß-Adenhausen ebenfalls in einer Reaktion auf die aufgeworfenen Punkte von Herrn Bosselmann übergeben. Na, ich kann da nur absolut zustimmen. Also Thema Marge ist, glaube ich, für alle Bereiche, gerade auch auf der Immobilienseite, ein sehr wichtiges Thema. Und da ja, ich sage jetzt mal, die Mindestlöhne und so weiter praktisch, man hat das Gefühl, losgelöst davon festgelegt werden, welche Margen sie überhaupt verwirklichen können, unterstützen wir das auf jeden Fall. Also wir hatten, glaube ich, vorhin das Beispiel, ich glaube, der Sohn von Herrn Oettinger war es, mit den 17 Hemden, 15 zurück und 13 neu und alles am Montag oder so. Wobei ja auch mittlerweile jeder weiß, am Sonntag sollte man nicht bestellen, weil dann ist es nämlich teurer, als wenn man das Montagabends macht. Also solche Themen kommen ja auch nochmal. Das kostet ja nicht jeden Tag gleich, wenn man im Internet einkauft. Nein, aber insofern, ich bin absolut bei Ihnen. Das hat ein bisschen was mit zu tun, dass man auch verstehen muss, wie ist die Systematik dahinter, wie setzt sich Ihre Preisgestaltung zusammen. Das bringt mich auf meiner Seite wieder zu dem Thema, man muss verstehen, was hat Miete mit Umsatz zu tun. Und dann komme ich auf das Kauderhemd noch einmal, weil ich das Beispiel einfach so super fand. Wir hatten eben schon gesagt, das wird der Running Gag heute Abend, ist bei jedem im Kopf drin. Nein, aber als Immobilienbesitzer und mit dem Händler zusammen, Arndt, du wirst mich bestimmt unterstützen, würde ich jetzt erstmal sagen, grundsätzlich hat dieses große Kaufhaus alles richtig gemacht. War zwar dumm, dass die das Hemd nicht da hatten, aber er hat zumindest auf der Fläche angeboten, ich mache hier mal in meinem mobilen Warenwirtschaftssystem namens iPad, kann ich Ihnen das schicken, das kommt dann auch zu Ihnen nach Hause, wird dann ausgeliefert auch am nächsten Tag, ist natürlich die Entscheidung von Herrn Kauder, das nicht zu tun. Uns als Immobilienbesitzer interessiert dann, wo wird dieser Umsatz jetzt verbucht? Weil solange, ich sage es nochmal, die Miete in Relation zum Umsatz bezahlt wird, haben wir ein Thema. Und ich will jetzt kein neues Feld aufmachen, aber das hat was mit zu tun mit Mietvertragslaufzeiten. Das hat was damit zu tun, dass wenn Immobilien verkauft werden, wir am Ende des Tages Mietverträge, also Mieten verkaufen, faktorisiert, womit der Wert der Immobilie bestimmt wird. Und ja, insofern kann man da noch viele, viele weitere Diskussionsfelder aufmachen, die es bei uns dann trifft. Auf der Praktikerseite, wie mein Kollege Herr Striebig vorhin auch sagte. Herzlichen Dank. Herr Groß-Adenhausen.
Herr Bossemann, die Diskussion ist ja alt, ne, die wir da führen. Und das ist sicherlich eins muss man sagen, auch ein Zalando, der null Versandkosten nimmt, bekommt es von Ihnen nicht geschenkt, sondern es ist jedes Jahr eine Verhandlung, die da stattfindet mit den Logistikdienstleistern. Und da wird über Mengenvolumina gesprochen und. Und natürlich ist es offensichtlich interessant genug für genügend Logistikdienstleister dann doch dazu zu schlagen. Im Übrigen, vielleicht, um das aber als Ausgleich zu sagen, es gibt durchaus die Bereitschaft beim Kunden, Geld zu zahlen, auch für die Zustellung, wenn die Leistung dann entsprechend stimmt. Nehmen Sie den Möbelhandel, da ist es durchaus, sind die Menschen bereit, eben mehr als 0 Euro zu bezahlen, dass es kommt. Wären sogar bei einem Home24, sag ich mal. Es ist tatsächlich dann die Herausforderung, in dem Moment, wenn eine höherwertige Leistung mit verbunden ist oder wenn zum Beispiel man den Zustellzeitpunkt wählen kann oder wenn man weiß, ich habe jetzt einen hohen dringenden Bedarf und ich brauche es einfach dringend, dann ist man durchaus bereit, das Geld zu bezahlen. Ansonsten bei anderen ist das einfach, wenn Sie es genau anschauen, ist diese Position der Logistikkosten ja genauso da wie bei denjenigen, die 4,95 € vom Kunden verlangen. Es wird nur anders verbucht eben als höheren Marketingaufwand. Es ist ja nicht so, dass Sie da jetzt irgendwie von geknechtet würden, für den Lau sozusagen zu liefern. Vielen Dank. Weitere Fragen? Bitte schön. Ja, Kellnich nochmal. Ich hätte noch zwei Themen, die ich gerne in den Raum werfen würde, weil die noch nicht angesprochen worden sind. Da habe ich jetzt einmal das Thema Entstehung von Oligopolen. Vielleicht kann da der große Alpenhaus was zu sagen. Und was mich auch noch interessieren würde, jetzt gerichtet an Herrn Brockmann. Vielleicht haben Sie Erfahrung, wie sieht es aus mit Marken- und Produktfälschung im Internet? Das ist ja auch ein Thema. Herr Große-Alpenhausen. Wenn Sie mir noch mal ein bisschen genauer sagen möchten, was Sie genau mit Oligopolen meinen. Wir haben das Thema Plattform ja schon angesprochen. Okay. Jetzt sagte der Brockmann, wir haben eine Tendenz zu größeren Konstrukten. Mhm. Ich gehe mal davon aus, das betrifft jetzt nicht nur die Plattform, das betrifft bestimmt auch den stationären Handel. Das bedeutet, ein Oligopol ist ja normalerweise eine Zusammenballung von wirtschaftlicher Macht auf ganz wenige Zentren. Mhm. Und die Tendenz sehe ich ganz, ganz klar im Onlinehandel, speziell, weil wir da auch Plattformen haben, die Angewohnheit haben, den ganzen Traffic auf sich zu ziehen und darüber im Endeffekt die Auswahl des Konsumenten zu beschränken. Das war meine Frage. Sehen Sie da eine Tendenz zu? Und wenn ja, ist das eine Gefahr für Ihre Mitglieder oder eher weniger? Also da kann ich zu beantworten. In dem Sinne können Sie sagen, ja, die gibt es. Wenn Sie sich anschauen, wenn Sie das gesamte B2C, sag ich mal, E-Commerce-Volumen sich anschauen in Deutschland, können Sie sagen, dass 40-50% über Plattformen läuft. Da sieht man, dass schon eine sehr, sehr hohe Bedeutung von Plattformen da ist. Wobei eine Plattform ist ein Zalando genauso heute wie ein Real. Den Sie kennen, Real betreibt auch einen Online-Shop und das ist auch eine Plattform mittlerweile, wo ganz viele andere drauf verkaufen. Und das ist eben das Thema. Die Logik des Internets ist so, dass einfach ein Unternehmen besonders gut und sichtbar ist, wenn es besonders viel Ware zur Verfügung stellen kann. Damit wäre jeder einzelne Online-Shop, kleine Online-Shop sozusagen zwangsläufig unterlegen. Diese großen Oligopole, wie Sie nennen, also ein Amazon, ein eBay, aber auch viele andere, sind ja deswegen so groß, weil sie eben eine Antwort darauf gefunden haben. In unterschiedlichsten Modellen, ob das jetzt Dropshipping-Modelle sind, das heißt, ich habe gar nicht mehr alle Ware selber bei mir auf dem Lager, sondern ich habe einfach Verträge mit dem Lieferanten. Das heißt, diese neue Welt hat sich einfach Logiken geschaffen, die es möglich machen, so zu handeln. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Wenn Sie sich die Plattformen anschauen, die stehen zwar vielleicht jetzt für 40-50% vom E-Commerce, aber wiederum von den Plattformen können Sie davon ausgehen, dass 40-50% der Unternehmen oder der Umsätze, die darauf laufen, bei einer großen Plattform wie Amazon, sage ich jetzt zum Beispiel mal auch, sind eben nicht von Amazon selbst, sondern sind von anderen Händlern. Dieses Merchant-Konzept, das ist ja gerade der Erfolg. Und deswegen ist es eben tatsächlich so, dass von diesen Ökosystemen, ich würde sie eher als Ökosystem bezeichnen, eben nicht in dem Sinne ein zum Schaden des unabhängigen Händlers ist. Er gerät vielleicht in der Abhängigkeit von diesem Ökosystem, und das wurde zu Recht angesprochen, dass man da eben eine Menge an Know-how und Fähigkeiten braucht.
Aber auf der anderen Seite ist es so, dass er eben in einem Multichannel-Modell, was wir auch als reines Online-Multichannel-Modell betrachten können, durchaus ein sehr erfolgreiches Geschäft machen kann im eigenen Shop und in einem und mit Unterstützung der Plattform. Ja, insofern, ja, es gibt diese Oligopolisierung, aber nach wie vor ist es so, dass wenn Sie auch gerade heute mal mit jemandem sprechen, der im B2B-Handel ist, dass die sagen, Mensch, es ist super, dass es ein Amazon-Business gibt, weil endlich wird dann mal ein bisschen mehr für uns auch an Aufmerksamkeit für das B2B-Geschäft kommen. Man sollte die Oligopole nicht also automatisch verdammen an der Stelle. Herr Bruckmann, der zweite Teil der Frage richtete sich an Sie. Ja, vielen Dank. Ich fühle mich fast ein bisschen geehrt, weil Produktfälschung deutet ja darauf hin, dass man eine hohe Begehrlichkeit und eine gewisse Exklusivität hat. Den Brancheninsidern ist klar, wir befinden uns seit einigen Jahren im Turnaround. Wir sind an der Stelle noch nicht sonderlich viel gesehenes Ziel von Produktfälschung. Was wir aber zum Beispiel, was wir selber wahrnehmen, ist, dass es doch einiges an Graumarktgeschäften gibt, wo versucht wird, Altware, die wir über eigentlich versuchte, kontrollierte Kanäle abzuschleusen, als aktuelle Neuware höherpreisig anzubieten. Und von Kollegen aus alten Stationen, ich war auch mal bei Hugo Boss und Firmen wie Puma, kenne ich, dass das Thema Produktfälschung dort ein großes ist und dass man sich dort wünschen würde, dass so manche Plattformen stärker und aktiver in diesen Prozess der Behinderung von Produktfälschungsvertrieb eingreift. So, mit Blick auf die Uhr, die Frage nach einer letzten Fragerunde und weiteren Impulsen. Das ist erkennbar nicht der Fall. Dann möchte ich mich ganz recht herzlich bedanken für die Panel-Teilnahme ihrerseits und möchte mich insgesamt auch noch einmal bedanken bei all jenen, die die Möglichmachung dieser Veranstaltung heute realisiert und ermöglicht haben, inklusive all derer, die am Papier mitgearbeitet haben. Und es ist mir jetzt eine Freude und Ehre, meinem Kollegen Dr. Matthias Heider sozusagen das letzte Wort zu geben. Und lassen Sie mich an der Stelle aber auch noch eine persönliche Anmerkung machen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein fröhliches, ein gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Start ins neue Jahr 2017. Betrachten Sie bitte die heutige Veranstaltung als einen dynamischen Prozess, der weiterentwickelt wird. Und ich freue mich über eine weiterhin rege Teilnahme. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich habe jetzt das große Vergnügen, 3 Stunden in 3 Minuten zusammenzufassen, was angesichts der knappen Zeit natürlich eine kleine Herausforderung ist. Wir danken Ihnen für Ihr großes Interesse an unserer Fraktionsveranstaltung. Wir waren begeistert, wie schnell der Saal sich heute zu diesem Thema gefüllt hat. Und Sie sind sicher nicht alle nur gekommen, um das Geheimnis des Hemdes von Herrn Kauder zu erfahren. Wir glauben, dass die Digitalisierung für den Einzelhandel eine Chance darstellt. Erfolgreich werden diejenigen Händler sein, die einzelne Vertriebskanäle miteinander verzahnen können. Denn die Kunden werden verlangen von Ihnen, werden vom Markt verlangen, dass die Vertriebswege ineinander greifen. Dazu gehört nicht nur ein für die Digitalisierung angepasstes Regelwerk, sondern es gehören erfolgreiche Geschäftsmodelle dazu, es gehören aber auch qualifizierte und engagierte Mitarbeiter dazu. Wir gehen als CDU zudem davon aus, dass es noch eine Menge Arbeit mit den Einzelhändlern, aber auch mit den Gemeinden bedarf, um die Dinge aneinander anzupassen, um Stadtmarketing, Standort, Mobilitätskonzepte daraufhin abzuklopfen, welche Veränderungen werden sich zum Beispiel in der ländlichen Region ergeben. Wir haben in den beiden Panels immer wieder dieselben Zielkonflikte aufgerufen, nämlich die Verteilung des Steueraufkommens, die Arbeitszeiten, die Ladenöffnung, aber auch Datensouveränität. Die Themen sind immer wieder dieselben. Die Digitalisierung im Einzelhandel ist deshalb nicht nur eine Aufgabe der Branche selbst. Wir als Politik müssen die richtigen Weichen stellen in den nächsten Jahren, damit diese Revolution gewissermaßen auch Leitplanken bekommt. Denn
Das wird man bei der Transformation, die stattfindet, feststellen können. Es ist eine ganzheitliche Betrachtung erforderlich, nicht etwa nur das selektive Ansehen von Problemen. Es ist die Online-Welt und die Offline-Welt zusammengenommen. Und das heute in 3 Stunden mit Ihnen gemeinsam zu besprechen, das war in der Tat, wie Jan Metzler es gerade gesagt hat, ein Versuch und ein Meilenstein, aber sicherlich nicht der Abschluss der Diskussion. Onlinehandel, auch das haben wir heute erfahren, bedeutet auch immer grenzüberschreitenden Handel. Und bei der Weichenstellung wollen wir Deutsche ein entscheidendes Wort in Europa mitreden. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass es gelungen ist, unseren zuständigen EU-Kommissar nach Deutschland zu bekommen heute und ihn zur Teilnahme an unserem Panel zu bewegen. Und er hat einige wichtige Impulse mitgebracht und beleuchtet, wie die Arbeit der EU-Kommission in den nächsten Monaten voranschreiten wird. Für seine Keynote danken wir ihm deshalb auch nochmal ganz besonders herzlich. Bedanken möchten wir uns als CDU-Fraktion, und das darf ich auch im Namen unseres wirtschaftspolitischen Sprechers tun, Joachim Pfeiffer, dass Sie so engagierte Panelists gewesen sind heute, dass Sie trotz der Vorweihnachtszeit Zeit gefunden haben, mit uns auf dem Panel hier zu diskutieren. Frau Hager, meine Herren, Sie waren alle eine große Bereicherung und wir nehmen Ihre Statements und Ihre Impulse gerne mit für die politische Arbeit. Bedanken möchte ich mich auch nochmal bei Herrn Professor Funder, der uns nicht nur bei dieser Veranstaltung begleitet hat, sondern auch in den vergangenen 2 Jahren. Wir haben uns Schritt für Schritt unserem heutigen Fraktionskongress genähert. Wir machen das ja auch nicht jeden Tag in diesem Format. Deshalb bedarf es einer gewissen Vorbereitung und einen Teil davon haben Sie in dem Positionspapier, das wir Ihnen an die Hand gegeben haben, vorgefunden. Ja, im Namen von Joachim Pfeiffer, von Jan Metzler, von Hans-Jörg Dorz darf ich Ihnen nochmals ganz herzlich danken, dass Sie zahlreich teilgenommen haben. Digital war das heute the place to be. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann sagen Sie es weiter, posten Sie es auch im Internet. Wenn Sie noch ein paar Anregungen haben, dann sagen Sie es uns. Wir bleiben gerne mit Ihnen im Gespräch. Herzlichen Dank und einen guten Heimweg.